Lieber Herr Wissmann, werte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie ganz herzlich zur Konferenz Auto 3.0, die Zukunft der Automobilindustrie in der Heinrich-Böll-Stiftung, willkommen. Wir freuen uns sehr über das große Interesse und ein ausgebuchtes Haus. Für diese nicht ganz gewöhnliche Konferenz, selbst für die Heinrich-Böll-Stiftung nicht, die viele ungewöhnliche Tagungen veranstaltet. Diese Konferenz ist eine Kooperation mit dem Verband der Automobilindustrie, dem VDA. Und diese Zusammenarbeit hat vielleicht den einen oder die andere überrascht. Die Grüne Politische Stiftung und der Dachverband der Automobilindustrie arbeiten zusammen. Für manche Uhren klingt das immer noch wie ein Tanz mit dem Teufel. Und ich komme gerade von einem Interview mit dem Deutschlandradio und wurde dort von der Moderatorin, Mikrofone waren schon offen, vorgestellt mit dem Satz, jetzt befleißigen sich auch die Grünen eines Schmusekurses mit der Autoindustrie. Das hat mich doch etwas verblüfft und auch ein bisschen auf die Palme gebracht, denn erstens ist ein Dialog, eine gemeinsame Diskussion, noch lange keine Fraternisierung. Und zweitens dachte ich, es hätte sich doch herumgesprochen, dass es auch aus einer ökologischen und auch aus einer autokritischen Perspektive gute Gründe gibt, sich mit der Zukunft der Autoindustrie zu befassen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und was die Bundesrepublik betrifft, ist die Autoindustrie, wie Sie wohl alle wissen, neben der Elektrotechnik, der Chemieindustrie, in dem Maschinenbau die industrielle Schlüsselbranche schlechthin. Sie ist von überragender Struktur- und beschäftigungspolitischer Bedeutung. Und wer auch immer sich mit der Zukunft dieses Landes beschäftigt, muss sich auch mit der Zukunft der Autoindustrie und ihrer Zulieferer befassen. Und was die ökologische Perspektive betrifft, liegt Winfried Kretschmann mit seinem berühmten Spruch, dass weniger Autos besser sind als mehr, sicher richtig, auch aus einer urbanen Perspektive, jedenfalls bezogen auf Europa. Und tatsächlich wird ja die Zahl der privaten Fahrzeuge auf unseren Straßen in den kommenden Jahrzehnten angesichts einer schrumpfenden und alternden Bevölkerung sinken. Dazu kommt ein kultureller Wandel unter den jüngeren städtischen Mittelschichten. Für diese Young Urban Professionals ist das Auto kein Statussymbol mehr, das ganz oben auf ihrer persönlichen Wunschliste steht. Sie benutzen Autos, wenn es praktisch ist, müssen aber nicht unbedingt einen eigenen Schlitten besitzen. Und ähnlich verläuft die Entwicklung in anderen europäischen Staaten und in Japan, wo man doch wird sagen können, dass die Automobilität über ihren Zenit hinaus ist in diesen Gesellschaften. Folgt daraus, dass der deutschen Autoindustrie ein schmerzhafter Abstieg bevorsteht, vom Wachstum vergangener Jahrzehnte zu einem unvermeidlichen Schrumpfungsprozess? Nicht unbedingt. Denn die globalen Trends gehen in eine andere Richtung, und zwar mit großer Wucht. Insbesondere in den bevölkerungsstarken Schwellenländern nimmt der Autoverkehr rapide zu. Das gilt auch für den Güterverkehr auf der Straße. Weltweit wird sich die Zahl der Kraftfahrzeuge in den kommenden 25 bis 30 Jahren voraussichtlich verdoppeln. Wir haben jetzt eine Wachstumsrate etwa von 4% pro Jahr, kann sich jeder ausrechnen. Das sind sogar weniger als 25 Jahre bis zu einer Verdoppelung. Allein in China stieg die Zahl der neu zugelassenen Pkw von 0,6 Millionen im Jahr 2000 auf 12,6 Millionen im letzten Jahr.
Mit der globalen Mittelschicht wächst auch der Individualverkehr und während bei uns die Faszination Auto verblasst, ist sie in weiten Teilen der Welt noch ungebrochen. Das wird sich so schnell auch nicht ändern, obwohl die Megastädte in Asien und Lateinamerika bereits am Rande des Verkehrskollaps stehen. Wer davor nicht den Kopf in den Sand stecken will, muss sich wohl oder übel mit dem Autosystem befassen, und zwar von der Rohstoffbasis des Automobils bis zu seiner Wiederverwertung. Das Stichwort heißt vernetzte Wertschöpfungsketten, bei denen alle Wertstoffe wieder zurück in den Produktionszyklus fließen. Angesichts von Klimawandel und Ressourcenkrise hängt alles davon ab, Produktion und Betrieb des Automobils umweltverträglich zu machen. Das bedeutet eine Reduktion von Materialaufwand, Energieverbrauch und Emissionen mindestens um den Faktor 4, also um 80%. Wir stehen vor einer Neuerfindung des Kraftfahrzeugs von der Karosserie bis zum Antriebssystem und mit den verschiedenen Aspekten dieser Rekonstruktion werden wir uns im Laufe der Konferenz befassen. Verbundwerkstoffe, Leichtbauweise, Elektromobilität, Wasserstoff und Methangas aus Überschussstrom, abfallfreie Wertstoffkreisläufe. Wir sind überzeugt, dass nur die Unternehmen, die auf diesem Weg vorangehen, auf Dauer auch wirtschaftlich erfolgreich sein werden. Das gilt umso mehr für ein Hochlohnland wie die Bundesrepublik. Der Standort Deutschland kann nur durch permanente ökologische Innovation gesichert werden. Gleichzeitig muss die Industrie ihr Geschäftsmodell verändern. Wenn wir CO2-Emissionen im großen Stil vermeiden wollen, müssen wir Mobilität neu denken und neu organisieren. In nicht allzu ferner Zukunft werden die meisten Menschen Automobile nicht mehr kaufen, sondern je nach Bedarf mieten. Statt im Stau zu stehen, nutzen wir das jeweils schnellste und praktischste Verkehrsmittel, Bahn, Bus, Elektrofahrrad oder Leihauto. Das Automobil wird mehr und mehr in den öffentlichen Verkehr integriert. Und statt sich lediglich auf Verkaufszahlen zu fixieren, müssen sich VW, Daimler, BMW und Co. zu Mobilitätsdienstleistern wandeln. Als Grüne Politische Stiftung verfahren wir gegenüber der Industrie nach dem Motto, so viel Konfrontation wie nötig und so viel Kooperation wie möglich. Es kommt darauf an, das enorme Innovationspotenzial dieser Industrie für eine grüne industrielle Revolution zu nutzen. Kein anderer Wirtschaftszweig investiert so viel in Forschung und Entwicklung wie die deutschen Autokonzerne. Im Jahr 2011 fast 16 Milliarden Euro. In Wolfsburg, Stuttgart, Rüsselsheim, Ingolstadt oder München arbeiten Zehntausende hochqualifizierter Ingenieure. Ihr Erfindungsgeist wird verschwendet, wenn sie weiterhin an der Optimierung des Automobils alten Typs arbeiten, große, schwere, luxuriöse Limousinen, bei denen Effizienzgewinne weitgehend durch mehr PS aufgefressen werden, statt ihre Intelligenz auf ein neues Design, leichte Materialien und alternative Antriebe zu werfen. Es geht um einen Richtungswechsel in der Autoindustrie, nicht nur um graduelle Verbesserungen. Und gerade deshalb suchen wir den Dialog, nicht nur mit dieser Konferenz. Grüne industriepolitische Verantwortung heißt, den ökologischen Umbau der Autoindustrie zu flankieren. Wenn sie sich auf dem Weltmarkt behaupten will, muss die deutsche Industrie an der Spitze der Innovation stehen. Dazu gehört auch die kontinuierliche Ausbildung und Weiterqualifizierung der Beschäftigten. Investitionen in Menschen und in neue Technik sind zwei Seiten derselben Medaille. Unsere Konferenz bietet eine Fülle von Anregungen zu technischen und politischen Weichenstellungen, die heute getroffen werden müssen, um künftige Krisen zu vermeiden. Ich freue mich auf viele anregende und spannende Diskussionen. Gestatten Sie mir noch einen speziellen Hinweis zum Thema Güterverkehr und Anforderungen an den Lkw von morgen. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat dazu einen Studienauftrag gegeben, die pünktlich zum Kongress erschienen ist. Morgen Vormittag wird sie zum ersten Mal öffentlich diskutiert. Sie liegt für Sie im Foyer kostenfrei aus. Ich möchte an dieser Stelle nicht versäumen, dem VDA für die sehr konstruktive Kooperation zu danken. Dirk Evensson und Sabine Steinhoff
vom Verband sowie Michael Walter und Stefan Depping von der Heinrich-Böll-Stiftung gebührt großes Lob für das spannende Programm und die Organisation des Kongresses. Die Öffentlichkeitsarbeit und das Tagungsbüro der Heinrich-Böll-Stiftung werden uns bis morgen technisch und kulinarisch begleiten und einen hoffentlich angenehmen Rahmen für uns alle schaffen. Einen herzlichen Dank dafür. Damit übergebe ich das Wort an Matthias Wissmann, den Präsidenten des VDA. Lieber Herr Wissmann, auch Ihnen vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Wir betrachten das als Vorschuss für die weitere Kooperation und als einen Anfang, auf dem wir aufbauen können. Vielen Dank. Lieber Herr Füchs, meine Damen und Herren, sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete des Deutschen Bundestages, ich kann mich den Worten von Herrn Füchs nur anschließen. Im Dank an die Mitarbeiter unserer beiden Häuser, die sich hier unglaublich eingebracht haben bei der Vorbereitung. Es ist ja nicht die erste Begegnung, sondern wir haben bereits eine ganze Reihe von Gesprächsrunden gehabt, die zweifelsohne auch ein Lernprozess sind für uns, die wir bei ökologischen Themen hinzulernen, möglicherweise auch für Sie, weil Sie bei wirtschaftlichen und industriepolitischen Themen lernen. Denn Sie wissen ja, Deutschland ist das einzige große Land der Europäischen Union, das in den letzten 10 Jahren seinen Industrieanteil an der Bruttowertschöpfung gehalten hat. Je nachdem, wie man exakt rechnet, 26-27% des Bruttosozialprodukts plus noch einmal 10% industrienahe Dienstleistungen, also über ein Drittel des Bruttosozialprodukts in Deutschland kommt von der Industrie und es kommt ganz überwiegend, vor allem von den Industrien, die Herr Füchs beschrieben hat, und die Automobilindustrie ist davon zweifelsohne ein wichtiger Kern. Zu den Sorgen dieser Jahre in Europa gehört für uns, dass andere europäische Länder in den letzten 10 Jahren in der industriellen Entwicklung nicht in allen Sektoren, aber insgesamt doch zurückgefallen sind. Der Industrieanteil in Frankreich liegt heute noch bei 13%, er lag mal in der Nähe von 20%. Großbritannien, Sie erinnern sich an Konservative wie Labour-Regierungen, die in den 80er und 90er Jahren immer geschwärmt haben, man müsse allein auf Finanzen und Dienstleistungen setzen, Industrie sei nicht mehr so wichtig, liegt jetzt bei knapp über 10%. Inzwischen sprechen alle britischen Parteien von der Notwendigkeit einer Reindustrialisierung. Und die Lage in Italien und Frankreich, aber auch in Spanien, zeigt, dass ein Rückfall in der industriellen Entwicklung die Volkswirtschaften instabiler macht und dass moderne Volkswirtschaften, so wichtig Finanzen und Dienstleistungen sind, von Finanzen und Dienstleistungen allein wohl dauerhaft und nachhaltig nicht leben können. Sodass die Herausforderung genau in dem besteht, was Herr Füchs gesagt hat. Wie können wir industriell stark bleiben und gleichzeitig nachhaltiger werden? Wie kann die Automobilindustrie, runtergebrochen auf unsere Industrie, die Stärke behalten und ausbauen, die sie heute hat? 20% des Weltmarkts der Automobile im Jahre 2012 von knapp 69 Millionen weltweit verkauften Fahrzeugen kommen aus deutschen Konzernmarken. Über 80% des Premiumsektors weltweit ist in der Hand deutscher Konzernmarken. Und wie können wir gleichzeitig diese Spitzenposition, die wir haben, in Sachen Nachhaltigkeit, in Sachen Effizienz und in Sachen ökologischer Verantwortung nutzen. Der Richtungswechsel, den Herr Füchs
zu Recht angesprochen hat, findet seit einigen Jahren bereits mit großem Nachdruck statt. Ich will Ihnen keine Zahlen des VDA vortragen, sondern jüngste Zahlen des Kraftfahrtbundesamts. Laut der Statistik des Kraftfahrtbundesamtes haben die deutschen Fahrzeuge in 9 von 10 Fahrzeugsegmenten, also sozusagen vom kleinsten bis zum größten, inzwischen absolut einen kleineren CO2-Wert als die Importeure. Vor 5 Jahren erreichten die in Deutschland neu zugelassenen Pkw einen durchschnittlichen CO2-Wert von 165 Gramm pro Kilometer. Letztes Jahr lagen wir bei 141,1 Gramm CO2 pro Kilometer. Die durchschnittlichen CO2-Emissionen aller in Deutschland neu zugelassenen Pkw unterschritten im September 2012 erstmals 140 Gramm. Und diesen Weg mit riesigen Investitionen weiterzugehen, ist unser festes Ziel. Es gibt eine einzige kleine Zahl, wo ich Sie nach oben korrigieren darf, Herr Füchs. Es sind nicht 16 Milliarden, die wir pro Jahr bei Herstellern und Zulieferern für Forschung und Entwicklung ausgeben, sondern inzwischen über 20. Wir sind übrigens die einzige große Industrie, die auch in der Krise des Jahres 2008, 2009 die Forschungsinvestitionen nicht gekürzt hat, nach dem Motto, du darfst in der Krise alles kürzen, bloß nicht die Blutzufuhr zum Kopf. Und knapp 50% unserer Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen gehen inzwischen in die Themen, die Sie zu Recht über diese Tagung mit uns gemeinsam gestellt haben. Effizienz, ökologischer Fortschritt, niedrigere CO2-Emissionen, Leichtbau, modernere Aggregate, alternative Antriebe. Wir haben uns als deutsche Automobilindustrie teilweise anders als andere, aber heute noch nicht entschieden, welche Technologie exakt in den kommenden 10 bis 15 Jahren auf dem Weltmarkt dominieren wird. Wir und unsere Ingenieure und diejenigen, die die Märkte kennen, wissen es schlicht nicht exakt. Das macht unseren Forschungsaufwand auch quantitativ so groß, weil wir auf der einen Seite den Verbrennungsmotor mit großem Nachdruck weiter optimieren. Wir sehen in den nächsten 10 Jahren in der Optimierung des Verbrennungsmotors, also weniger Verbrauch, weniger CO2-Emissionen, nochmal ein Potenzial von rund 25%, weil wir gleichzeitig die Hybridisierung erheblich vorantreiben in allen Formen der Hybride, weil wir an den vor wenigen Tagen veröffentlichten Meldungen, sehen Sie das, am Thema Brennstoffzelle und Wasserstoff, wobei es natürlich vor allem auf die Erzeugung des Wasserstoffs ankommt, aus regenerativen Energiequellen weiter arbeiten, zum Teil auch in internationalen Kooperationen. Und weil wir, auch wenn es gegenwärtig keinen Hype mehr bei dem Thema in der öffentlichen Meinung gibt, das Thema Elektroantrieb vorantreiben. Im Jahr 2013 und 2014 werden deutsche Hersteller etwa 14 Modelle auf den Markt bringen mit Elektroantrieb, und zwar in der weiten Anwendung des Elektroantriebs, rein batterieelektrisches Auto, Plug-in-Hybrid und Range-Extender, weil wir auch hier nicht exakt wissen, wie der Markt reagieren wird und deswegen in einer größeren Breite von Angeboten kommen. Vor kurzem hat eine McKinsey-Studie gesagt, dass das Vorurteil nicht gerechtfertigt sei, die Deutschen hinken bei den alternativen Antrieben hinterher, sondern wir hätten uns inzwischen in unserer Pilotentwicklung in den ersten Fahrzeugen, die auf den Straßen sind, an eine der beiden ersten Plätze der Welt gefahren. Und klar, wenn man weltweit die angesehenste, benchmarksetzende Industrie hat, dann darf man in keiner Zukunftstechnologie den Trend verschlafen, sondern muss man für alle möglichen Optionen aufgestellt sein. Ich darf Ihnen sozusagen nur in Klammer sagen,
wenn es in China so bleibt, dass ein großer Teil des Stroms aus Kohlekraftwerken kommt, dann ist keineswegs gesichert, ob das Elektrofahrzeug in 5 oder 10 Jahren dort, wenn man die gesamte Klima- und Energiebilanz nimmt, die beste Option ist. Sondern kann es sehr wohl sein, dass ein hochmoderner Diesel mit allen modernen technischen Möglichkeiten die bessere Klima- und Energiebilanz hat. Das heißt, es hängt immer an einer ganzheitlichen Sicht. Und deswegen sagen wir auch, Elektroauto in Deutschland bedeutet, der Strom muss aus regenerativen Energiequellen kommen. Nur dann macht das Ganze nachhaltig strategischen Sinn. Ich teile die Meinung von Herrn Füchs, dass insbesondere in europäischen Kapitalen, auch zum Teil in Nordamerika, die Chancen des Carsharing groß sind. Wir sehen das in Berlin. Und deswegen verstehen sich unsere Unternehmen, anders als noch vor 10 Jahren, auch immer stärker als Mobilitätsdienstleister, die ganze Mobilitätsleistungen anbieten. Sie wissen, einzelne unserer Hersteller bieten inzwischen bestimmte Fahrzeugtypen sogar mit gleichzeitig verkauftem Fahrrad an. Es wäre falsch, wenn wir glaubten, die Verkehrsprobleme des 21. Jahrhunderts ließen sich allein mit dem Auto lösen. Sie lassen sich nur lösen in intermodalen Ketten und indem jeder Verkehrsträger weiß, er kann ohne den anderen nicht leben und nur in der klugen Vernetzung bestehen überhaupt Chancen in den großen Kapitalen, die riesigen Verkehrsprobleme überhaupt zu lösen. Dabei wissen Sie hier in diesem Kreis, die ja sicher auch deswegen hierher gekommen sind, weil Sie sich für das gesamte Thema interessieren und auskennen, dass es auch auf der anderen Seite der Verkehrsträger so ist, dass zum Beispiel auch die Bahn lange nicht alle Verkehrsprobleme selbst lösen kann. Die Bahn transportiert bisher 18% des Güterverkehrs in Deutschland. Die Bundesregierung rechnet bis zum Jahr 2025 mit einem Anstieg des Güterverkehrs um 55%. Würde die Bahn also ihren heutigen Anteil auch nur in etwa beibehalten wollen, müsste sie ihre Kapazitäten in den nächsten 13 Jahren um 50% ausbauen. Das heißt, wir werden den Güterverkehr in Form eines hocheffizienten Lkw neben der Bahn als einen ganz wesentlichen Träger mit Sicherheit auch in Zukunft brauchen. Und deswegen steckt in der weiteren Verbesserung der Nutzfahrzeuge, leichte und schwere Nutzfahrzeuge, auch eine riesige Aufgabe. Und deswegen bitte ich auch immer darum, nicht bei jedem Thema von vornherein mit Reflexen zu reagieren. Wir haben uns als Automobilindustrie lange von der Vorstellung eines Gigaliners mit 60 Tonnen verabschiedet, die es vor 10 Jahren noch gab. Aber wir werben sehr dafür, dass man einem längeren Lkw gleichem Gewicht, indem man am Ende zu einem Konzept kommt, wo man in 2 Lastern die Fracht von 3 vorher befördern kann, gegenüber nicht verschlossen ist. Denn klar ist, mehr Effizienz im Güterverkehr bei knapper Infrastruktur bleibt eine riesige Aufgabe und wir glauben, dass man sich der öffnen muss. Letzte Bemerkung. Ich hatte vorhin gesagt, die deutsche Automobilindustrie hat, ich sage mal, das Glück, dass sie weltweit 80% des Premiumsegments der Automobile ausmacht. Natürlich auch mit Konzernmarken, die keinen deutschen Namen tragen, aber in deutscher Hand sind. In den Premiumfahrzeugen werden meistens die modernsten Technologien am ersten versucht, weil sie dort, auch wenn sie teuer sind, am ehesten gekauft werden können. Denken Sie an ABS, denken Sie an EBS, denken Sie an viele andere Technologien, die sozusagen über Premium nach unten getriggert
wurden und die heute sehr viel schneller in Mittelklasse, Kompaktklasse und Kleinfahrzeugen kommen, als das früher der Fall war. Ich will aber auch klar sagen, Premium definieren wir nicht mit Breite mal Höhe, sozusagen mal Größe, sondern Premium heißt Qualität, Premium heißt Effizienz. Premium kann sich sehr wohl auch in kleineren Fahrzeuggrößen ausdrücken. Und dass es inzwischen im Angebot Fahrzeuge der absoluten Oberklasse gibt, mit einem Verbrauch deutlich unter 6 Liter, wäre für viele Ingenieure vor 10, 15 Jahren noch völlig unvorstellbar gewesen. Mir hat vor kurzem einer aus der Gründerfamilie eines der beiden großen französischen Unternehmen gesagt, der größte Fehler von Peugeot Citroën sei es gewesen, auf Premium zu verzichten. Damit fehlten die Margen, mit denen man Forschung und Entwicklung betreiben könne. Und damit verliere man an Markenwert. Und damit könne man auch bei den kleineren Klassen nicht mehr die Preise bekommen, die man eigentlich erwirtschaften muss. Ich weiß, in meiner Jugendgeneration waren die großen Citroëns noch die Fahrzeuge der Kreativen und die deutschen Fahrzeuge eher die des Mittelstands. Diesen Fehler, der unternehmerisch falsch entstanden ist, durch falsche Entscheidungen, aber auch durch falsche politische Entscheidungen, Stichwort Luxussteuer, sollten wir in Deutschland und Europa auf gar keinen Fall wiederholen, zumal Premium mit Sicherheit der einzige Sektor der Automobilindustrie ist, bei dem eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass er auch in Ländern mit höchsten Lohn- und Arbeitskosten in 20 Jahren noch produziert werden kann. Und meine Damen und Herren, ich sage das bei Ihnen ganz bewusst, weil ich weiß, es gibt Vorbehalte, weil ich Ihnen aber zum einen sagen will, dass der Charakter von Premium sich grundlegend verändert und zum anderen sagen will, ohne Premium ist der Automobilstandort Deutschland in 20 Jahren nicht mehr der, der er heute ist. Und deswegen gehört es auch zu unserem Dialog, dass wir über solche heiklen Fragen sprechen. Lassen Sie mich abschließen. Ich möchte mich, wie Herr Füchs das auch getan hat, bei der Heinrich-Böll-Stiftung bedanken für Ihre Offenheit. Und ich teile Ihre Einschätzung, es geht dabei nicht um einen Schmusekurs, die Übernahme der Vorstellungen des jeweils anderen, sondern es geht um ein Voneinanderlernen. Und ich danke allen, die heute und morgen an der weiteren Arbeit teilhaben, denn wir haben die Ohren ganz offen. Und gerade der, der erfolgreich und stark ist, würde einen großen Fehler machen, wenn er sich auf dieser Position ausruhen würde. Er bleibt nur stark, wenn er ständig lernt. Und Sie gehören für uns als wichtiger Partner in diesem Lernprozess. Und deswegen danke ich Ihnen dafür, dass Sie sich bemühen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Füchs. Vielen Dank, Herr Wissmann, für diese einleitenden Standortbestimmungen. Mein Name ist Clemens Kindermann, ich arbeite für den Deutschlandfunk als Abteilungsleiter Wirtschaft und als stellvertretender Chefredakteur. Lieber Herr Füchs, ich wusste nicht, dass Sie heute schon auf die Palme gebracht worden sind von meinem Sender. Als Journalist kann ich nur sagen dazu, gut so. Und wir haben jetzt hier gleich nicht nur 3 Minuten, sondern noch länger Zeit und können also die Sache etwas entspannter angehen. Es ist mir eine sehr, sehr große Freude, dass wir heute eine Referentin gewonnen haben, die uns den Blick öffnet über Deutschland hinaus, weltweit, Frau Dr. Eva Molnar. Sie leitet seit 2007 die Abteilung Verkehr der United Nations Economic Commission for Europe. Das ist eine Wirtschaftsorganisation der UNO
und zuvor war sie bei der Weltbank und bei vielen anderen Organisationen tätig. Sie spricht auf Englisch. Wir haben eine Simultanübersetzung und Geräte, die mit der Stufe 1 das dann übersetzen. Also, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und Sie haben das Wort. Danke sehr. Thank you very much. Before I start, I believe that somebody will have to tell me how to make the presentation. Okay, it's already there. So thank you very much for this invitation. Thank you, Mr. Fuchs, and thank you, Mr. Wiesmann. It's really an honor to have the opportunity to contribute to your dialogue, which is the dialogue between the industry, the politicians, the political will, and what the market can offer or what the market wants. When I looked at the program, I thought, okay, it's about the future, but who knows the future? One of the big problems with the future is that we try to understand our future from our past. If we are wise enough, maybe we think of our present, at least if we understand what is happening today. But actually, we can't guess what's going to happen. So because of this, what I will try to do is to go through some megatrends which can be already felt today and think a little bit about the potential impact of the megatrends on future mobility and have a link with the automotive industry as well. And this reminds me also of the fact that last year we had the Rio Plus 20 meeting where the title was "The Future We Want." And those who read the outcome paper of this Earth Summit would see that the future we want in the outcome paper, or at least according to outcome paper, is very much a negotiated future where everything is there. And maybe there will be further negotiations to zoom down to the real goals for the future we want. But the good news with that is that for the first time in the history of Earth Summit, transportation is mentioned as an important element of economic growth, as an important sector, as an important area where politicians are expected to cooperate more with the industry and with the transport operators. Now, the focus of my presentation will be more on the inland transport and within that, of course, road transport, not only because of your program, but also because those who don't know, actually, we are the center of inland transport. We are the center not only within the UN, but in the world, because you don't have another organization in the world that is specialized in inland transport. We are servicing 58 international agreements under the UN, which all deal with road, railway, inland water transport or intermodal transport and infrastructure development. So the map, what you can see, is the map of the geographical coverage of these legal instruments. So those countries that are dark green, so we speak about greening the economy, so the dark green countries are the ones which have the best governance from our perspective because they have become contracting parties to the UN treaties and legal instruments in these fields. And those that are white have not acceded to even a single agreement. As I mentioned to you, we are unique because we are from a regional platform that is from Geneva, which is a regional economic commission, doing global work. We are unique also because 80% of our work is about this regulatory work, modifying the agreements or coming up with new agreements with the full cooperation of governments, because actually we are the secretariat to governments. And if you wish, we are unique because it's an intergovernmental body that makes decisions. It's not only a meeting place, what would be important as well, but it is also a place where decisions are made. And the most important decisions from your perspective could be the decisions made by the World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations, the famous WP29. So, speaking about the mobility trend drivers, I thought that there are three trend drivers that are relevant for mobility. One would be all the different global megatrends, and I have selected seven. The other one definitely is the technological innovation, and we have heard the huge number
is dealing with research in the automotive industry in Germany, which shows that innovation is becoming, it was always important. And by the way, transport and transport innovation has actually changed world history. Even globalization started with transport innovation. But over the past years, when we said that the scientific technological revolution was the 20th century, it was important. But today, it's even more important, because today, the technological innovations will lead to choosing different trajectories, different goals and trajectories. So how the innovations could facilitate that, will be very important. And last but not least, I believe that we have a huge impact on future mobility possibilities through different policy considerations. And these different policy considerations are usually global policy considerations and not only coming out from the RioPlus20. And in each mobility trend driver, I will zoom down to one of them. However, for the global megatrends, I thought that it would be important that I mention to you all the seven what I would identify as critical, and then I would like to speak a little bit more on globalization and the middle class, as well as about the combined impact of demographic changes, urbanization, and the political power shift. And by the way, this political power shift is a lot being discussed in scientific journals, but I see that often we want to forget about them. But this will be very important, because this will show where future decisions are going to be made and where payment to implement decisions will be coming from. And last but not least, I will mention a little bit more about the impact of, as I see, future mobility in cities and in countries, in emerging economies and in the most developed countries. So the seven trend drivers in mobility, as I see them, definitely globalization, the growth of the middle class, so the more influential civil society, and we can see that already here because the civil society is playing a role in the dialogue, and the role of NGOs, but also individuals, the power shift that I have mentioned, but not only from the point of view of cities and central governments, but also between governments, the demographic changes, urbanization, and an increased vulnerability. The increased vulnerability globally is going to have a bigger impact, most likely, on transport than on the other sectors. So let's start a little bit with globalization, because we speak about an industry which is globalized, which was among the first to be globalized. So, of course, it's important to see how this will evolve. There are lots of skeptical voices. And when you look at the latest DHL report, it says that we are less connected today than we were before the economic crisis of 2008. It is true. Nonetheless, everybody sees that being connected will continue to be a very, very important phenomenon. While most likely the world economy is on the brink of another economic downturn, there will be more polarization. From transportation perspective, very interestingly, in two territories, in Africa and in Latin America, transport was one of the leading sectors. Transport was one of the sectors that helped the economies either to get protection from the economic crisis or even to bring the country out of the crisis. When I look at transport and tourism, then, for example, 2011, when everybody expected that by now tourism will go down, 2011 was a very interesting year when tourist spending reached a record of $1 trillion. Then the revenue from international passenger transport was over $200 billion. Passenger transport is 30% of all world's exports. Of course, aviation is the key here, but not only aviation, because surface transport has been increasing, and it is expected to increase in the future by 2-3% annually and to double in the next 30 years. So overall, the expectation is that economic growth will be likely
driven by trade growth. And if it is driven by trade growth, then transport will have a very important role in it. There is a question, and I will raise some questions without trying to answer them. I will leave them to you for your dialogue. So would it mean that transport and trade-driven economic growth of the future will be incompatible with environmental goals? Why? Transport costs to be kept low for competitiveness could be one goal. Speed and reliability and increased services, another goal. But at the same time, wouldn't some players in the competition be willing to sacrifice environmental goals to stay competitive? And then what would be the role of governments to make sure that there is a level playing field? Because if in one country the environmental and other sustainable goals are enforced, very rightly, but not in another country, then the business participants of the first country will have competitiveness problems vis-a-vis the other country. So what role national governments could play here? In this regard, I would like to mention to you three projects of UNECE, Inland Transport Committee, that could be interesting for you, and if you wish, you can visit our website on that. We are developing a model to show how transportation contributes to national competitiveness. This model works with a task force, and our timetable is to be ready with the model by around September this year and pilot it out in one of the European countries. I've got some discussions already with some countries. The other important element what I would like to highlight that for international regulations, the emission limits are being addressed in a very effective way through the WP29 meetings, and they are addressed at a global level. Nonetheless, as you could see, there are some light green and white spots on the map. So not all the vehicle manufacturing countries yet have acceded to the UN agreements and conventions that deal with vehicle regulations. So there will be a goal to increase the number of those countries that are contracting parties and ensure a level playing field. And here I would also like to ask for your support. Whenever you have negotiations or businesses in a country, please look at it, whether that country has acceded to the UN relevant agreement. And last but not least, when we speak about connectivity, it's important to see, although we speak about road transport here, but road transport or the automobile industry, better said, depends a lot on railway transport. For example, I understand that Volkswagen has blocked trains to Kaluga in Russia. And these blocked trains have had a lot of problems. Why? Because the contractual relationship is not properly managed in the railways. It's not like in the roads. Roads, aviation, maritime transport, inland water transport, they all have their proper legal regime for contractual relationship. It's not the case for the railways. In the railways, we have many different regimes, and they don't talk to each other. Okay, now we try to facilitate it, and there is a common consignment note agreed on, but it is still not the best solution. So one of our other projects is to come up with a new treaty that will unify the railway law in this regard, and in this way facilitate longer supply chains supported by railway enterprises. Very quickly about the growth of the global middle class. When I mentioned to one of my colleagues who works with WP29 that I would like to mention this global middle class thing, he said, well, Eva, you shouldn't speak about this MDGs and poverty reduction, not at this meeting. No, I think it's important. Why? Today, 1 billion people live in extreme poverty in the world. What does it mean? According to the original terminology, extreme poverty means that you live below $1 per day. Today, we say $1.25 per day. That's 1 billion people. According to the Millennium Development Goals, by 2015, this has to be abolished. This poverty has to be eradicated. That's a goal. Nice, noble goal. The forecast is that between 2010 and 30, 50% of these very poor people will no longer be poor. So then
what are they going to be? They will be middle class people who want to spend, and they want to buy consumer goods, including cars as well. So it's important to understand the growth of the global middle class for the markets, but also to see a better future a better demand for mobility. I would also like to mention to you that, again, according to some estimates, the middle class will expand both in number and in percentage of the population. Not everywhere, but in most of the places, definitely in the emerging economies. So the estimate is by 2030, there will be 3 billion people in the world who will belong to the middle class. The problem still remains how exactly we are going to define the middle class, but okay, if we accept that there are mistakes in this estimation and calculation, it's an important thing to take into account. There is a huge political value, which again is important, and that is that if there is economic growth, then democracies are likely to stay stable. There are two major scientific researches here. One is saying that if you reach $12,000 GDP per capita, then most likely democracies will not revert to authoritarian systems. The other, if you don't have three conditions, then most likely you will not have a military conflict. The three conditions: poverty, that is structural poverty, then a charismatic leader, and the third is to have some source for money, either because you have a monopoly. The monopoly can be from minerals or from other ways, monopoly on certain royalties, or because you have got a diaspora that is willing to finance instability. So the good news is that with the economic growth in the world, most likely the middle class grows, which will increase demand, but at the same time, in the world, most likely there will be more stability. In the high-income countries, it will be not so easy, because the pressure on the Western middle class will grow. Middle class consumption, most likely, in North America and in Europe, will increase only a little bit, below 1% per year. And it was the case also in the past 10 years, while in China, for example, the increase was 9%. So we can see the difference of the speed of economic growth, but that could be taken as natural. And now, very quickly, I would like to say a couple of words about the combined impact of demographic changes, urbanization, and political power. I'm sure that you have all the figures in your head for the first two, but maybe for the political power shifts, it's worthwhile to mention a couple of things. Not so much figures, but much more the trends. With the political decentralization in many countries, what you can see that national governments give more freedom to their cities, to the municipalities. And this is supported in the emerging economies as well. So the political decentralization is coupled with fiscal decentralization, which means also that more decisions are taken not by the national government, but by some cities. The other shift in power with regard to national governments is the growth of regional organizations. If you look at Europe, the European Union has become the supranational body in many areas. Decisions are not taken by the national governments. They can vote on it or they can have a voice, but decisions are taken on certain topics in Brussels. Less and less, or not so much, this is taken yet at global level, although I believe that such a shift will have to happen in areas where we speak about global issues or where we speak about the conditions for a globalized networked industry, like, for example, vehicles. And I praise it not because the Working Party 29 works in the UN, but because I'm convinced that for level playing field, one needs to have global rules. Global industry needs global rules and not partial regional or sub-regional or national rules only. So with these changes, and of course with urbanization, the impact.
Definitely, there will be a huge attention. It's already there on urban public transport. And we have heard about whether car share will change mobility or not. I think what's happening that we are having more choices, more alternatives. Car shares, excellent. But we need traditional public transport as well. And we have to divert a little bit back to walking and cycling as well and create the conditions for all of this and ensure that all of them can work together. But that will create other questions. Who will finance it? From what will it be financed? When we speak about technology choice or which technology will be for vehicles in the future, now who is going to decide? If you have got five big cities with charismatic city mayors, and five big cities will choose five different technologies in the same country, and I live in one of the cities, how can I go to the other city? Or should the city invest in all the technologies so that all the citizens of the country or all the citizens of the continent, because we are small countries, so we want to move around internationally, would be able to have access? And when we speak about access, we speak about equity. Access is important. It's not only access to mobility. Access to mobility means access to opportunities, access to work. If I have work today in this city, I may not want to sell my car if I have to move to another city. So what it will be, I don't know. These are questions for me. Some of you would have much better answers. Concerning urban public transport, the last point I would like to make is the revolutionary impact of intelligent transport systems. And with this, I am moving to the technological innovations. And again, in the vehicle ITS, where we had a long debate with VDA and with several others, what ITS is about, but let's assume that using intelligent solutions within the vehicle is included in ITS as well. So here we see a lot of development for the within the vehicle ITS. There are lots of potentials for vehicle infrastructure, but these are potentials. And I don't see that the road managers, road and highway managers, are very eager to embrace it. Why? Because it's new, because there are lots of issues, and because the political will may not be fully there yet. Last year, during the ITS World Congress, for the first time, there was a ministerial roundtable about ITS, where ministers exchanged best practices about ITS. But only two of the representatives considered that ITS can revolutionize how we are going to manage transport, how we are going to raise the prices, to collect the prices and manage demand, how we are going to make sure that instead of congestion, we have smooth mobility, seamless mobility. But it's happening. So the good news is that it's happening. And I see that I'm coming to the end of my tenure here. So very quickly, I will mention something about the global policy considerations. And with regard to the global policy considerations, I have already mentioned to you that, in the UN, there are lots of policy considerations. One of them is coming from the RioPlus 20. But in addition to all of this, we have the road safety problems. We have issues with diesel. We are looking at diesel right now, whether diesel has such a problem as it is said, and how to fight that. But we have a big issue about facilitation as well. So because of the global considerations, I think that there has already been a big push to the industry, which is an easy way. I know politicians are in the room, so my apologies, but I think it's very easy to say that now it's your responsibility. Come up with clean technology. It's not so easy to come up with a clean technology, but there is a big push. And in this regard, this famous WP29, that is the governments and NGOs and other business representatives, came up with some strategic vision. And they said, and we have heard it already, I think Mr. Wisma mentioned 25% energy efficiency improvement is likely. Well, when they discussed it in 2008, they said that 30% is likely, but their baseline was 2007, so maybe the baseline is different. But it means that there is potential to clean
the vehicles. There is potential to improve energy efficiency with the traditional vehicles as well. And only after this, of course, with parallel preparations, there is a likelihood for new alternative fuels and later on, most likely, the electric vehicle to be introduced into the global market. But again, as it has been mentioned, one has to look at the whole life cost and life footprint, because if energy is not produced, electricity is not produced in a very clean way, then we don't solve the whole problem. I love this chart. I would like to share it with you because it shows that there is a lot of expectations towards the automobile industry. And I think the regulators has already done a very good job. Now, previously we looked at more with greenhouse gas emissions with that strategy. But in the past, with the focus on local emissions, there is a good story to tell. So we shouldn't feel that regulators and the industry were sleeping. There are results. And because of this, I believe that there will be results also for greenhouse gases. Even more so, as we have launched a global project, which is about CO2 reduction in inland transport. We call it FORFITS, because it's for future inland transport systems. And we finished a global status report collecting information, which country, which government has a strategy to reduce CO2 through actions in inland transport, and what is this strategy? Do they have goals and how they want to achieve that? Right now, we are in the middle of developing the model. My colleagues work on it, and they promised that by the end of February, the measurement model with the transport policy converter will be available. After that, we will pilot it out in two countries per region. That is, we have five regions, Southeast Asia, Middle East, Africa, Latin America, and Europe and Asia, Central Asia. So two countries per region will pilot it out. And after that, I hope that with the support of the countries like Germany, who are environmentally friendly minded people, we might be able to bring the results to the General Assembly and have an agreement that countries will use the model. Because it's very difficult to decide on policies if you don't really know how much you pollute, if you don't really know what is the situation in your own country. And then when you cannot compare the results of one country to the other, then definitely the policy decisions can be very, very misleading. And last but not least, I say it's instead of a summary, we published a paper on transport for sustainable development where we highlight that the big problems, the energy consumption from transport is still too high, too many people are killed or injured on the roads. Transport could be a barrier, that is, the lack of transport could be a barrier for human development, for access to jobs, for example, or it could be a barrier to develop your economy, have access to your export and import markets, and at the same time, transport investments will need a lot of money, and for that, we need better cooperation with the private sector. If all this is brought together, the human capital, the infrastructure capital, then we can grow the economy in a green way. So I can recommend that if you are interested, you can look at our paper on the web. By the way, the global status report is there as well. And with this, I would like to conclude that this is time to influence. Actions have been taken, but it's time to influence, and there is a possibility to influence. Why? Because in 2015, the Millennium Development Goals will reach their deadline, and in the UN Secretary General speaks about the possibility to introduce sustainable development goals. Now, the Millennium Development Goals didn't mention transport. What we would like to see that the Sustainable Development Goals will mention transport. We need an SDG on transport. We need that attention on transport. So if you agree with that, please support it. Second, the modification of the regulatory frameworks is a normal daily life for us. Any support would be welcome. Many of you are familiar with the debate about the Vienna Convention and the Vehicle Regulation Agreement.
who is in charge or who is in control of the vehicle. So we need a lot of innovative thinking, not only in technology, but in regulatory areas as well. And we need your support to convince the road managers, road and highway managers, to embrace ITS, because ITS can improve efficiency, not of individual vehicles only, but of the transport management. And that's very important, because with that we can make our transport and mobility safer, cleaner, and more comfortable as well. With this, thank you very much. Vielen Dank, Frau Dr. Molnar. Jetzt darf ich Sie zur Diskussion begrüßen und dazu noch einen Hinweis. Die Diskussion wird gefilmt und wird dann auf der Homepage der Heinrich-Böll-Stiftung als Livestream übertragen. Das für Sie als Information vor Beginn der Diskussion. Und jetzt würde ich gerne die Diskussionsteilnehmer, Frau Dr. Molnar, Herr Füchs, Herr Wissmann, hier aufs Podium bitten. Danke. So, jetzt machen wir mal einen kleinen Tontest, bitte ich zu verstehen. Ja? Oh, ja, okay. Gut, es war von China schon mehrfach die Rede und jetzt soll es nur noch ein paar Stunden dauern, bis jetzt in der Nacht zum Freitag ein Sturm, ein Wind aufkommt, der endlich die Stadt Peking befreit von dem Smog, der jetzt seit 3 Wochen über der Stadt hängt. Schuld an dem Smog haben verschiedene Ursachen, aber auch mit Sicherheit die mittlerweile 5,2 Millionen Autos in Peking. Die Feinstaubbelastung in Peking ist im Januar auf bis zu 993 Mikrogramm gestiegen. Die Weltgesundheitsorganisation gibt als Grenzwert 25 Mikrogramm vor. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Thema und zum Thema dieser Diskussion, die globale Entwicklung von Mobilität. Ja, Dauerstaus in Peking. 2010 alleine wurden 800.000 neue Autos in Peking zugelassen, weil China, wie heute auch schon mehrfach gesagt worden ist, wächst. Die Menschen werden wohlhabender, sie kaufen Autos, es gibt Staus. Übrigens, die Stadtautobahnen werden dann auch gegenseitig gesperrt. Man kann aus Peking gar nicht rausfahren. Das Problem haben Sie, Frau Dr. Molnar, eben schon angesprochen. Stimmt eigentlich die These, je mehr Wachstum, je mehr Mobilität? Fangen wir mal so grundsätzlich an. Und fürs Grundsätzliche ist zunächst Herr Füchs zuständig. Ja, ich glaube wohl, dass es da einen inneren Zusammenhang gibt zwischen wachsendem Wohlstand und Mobilität. Mobilität ist ja nichts Äußerliches gegenüber einem modernen Lebensstil, sondern es ist essentiell für das, was wir als Lebensqualität definieren. Frau Molnar hat ja zu Recht gesagt, Mobilität eröffnet Chancen, Zugänge zu Jobs, zu Einkommen, aber natürlich auch zu Kommunikation, zu neuen Erfahrungen, zu Begegnungen. Und ich glaube, dass das ein inhärenter Teil des Lebensstils der Moderne ist und dass die Alternative sich nicht so stellen wird, dass wir künftig unsere Mobilitätsbedürfnisse werden radikal einschränken müssen, sondern dass wir diese Mobilität werden auf eine neue Weise organisieren müssen. Und das betrifft nicht nur die
Beschaffenheit des Automobils und seine Emissionsbilanz. Da ist ja, das letzte Schaubild hat es gezeigt, schon viel passiert. Wenn man zum Beispiel die Luftqualität in den deutschen Städten nimmt, die ist natürlich schon sehr viel besser geworden seit den 70er Jahren. Nicht nur wegen der technischen Optimierung im Verkehr, sondern natürlich der ganzen Industrie und sagen Kraftwerke. Und da ist auch noch viel möglich, was eine Reduzierung von Treibstoffverbrauch angeht und eine Optimierung von Ressourceneffizienz im Verkehr. Es geht auch um ein anderes intermodales System. Und ich bin überzeugt davon, dass in Städten das Auto nach und nach seine dominierende Position verlieren wird. Dass es sehr viel stärker Teil werden wird eines flexiblen Mobilitätsverbunds mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die entsprechend attraktiv sein müssen und sicher sein müssen. Sicherheit spielt eine große Rolle. Aber auch mit einem neu gestalteten öffentlichen Raum, der es attraktiver macht, mit dem Fahrrad zu fahren oder zu Fuß zu gehen. Das ist nicht nur eine technische Frage, das ist auch eine Frage von Stadtentwicklung und Stadtpolitik. Ich glaube nicht, dass das Auto verschwinden wird aus unseren Städten, schon gar nicht sagen aus der Fläche. Aber es wird seine Dominanz verlieren und Modelle von Carsharing und Car2Go werden, glaube ich, nach und nach sagen die Oberhand gewinnen. Insofern, ja, ich gehe davon aus, dass Verkehr weltweit weiter zunehmen wird, zu Land, zu Wasser und in der Luft übrigens. aber dass wir gleichzeitig an einer radikalen Erneuerung unseres Verkehrssystems arbeiten müssen, sonst werden wir tatsächlich daran ersticken. Mhm. Frau Dr. Moller, mich würde sehr interessieren, wie sehen Sie das? Ist die Einschränkung von Mobilität, ist das überhaupt eine Option? Yes, it is. Of course, one has to be very careful with that. There is a principle where you say that avoid, shift, improve. When you can avoid, avoid it. For example, if you can do your shopping in a walking distance, don't get into your car and drive 200 meters. But by the way, I must confess, I did that when I lived in the United States. I was so much used to that I went even to the next corner, my car. It was wrong. It shouldn't be like that. So it is possible. But it is an issue which cannot be solved only by the transportation sector. You have to have an integrated, coordinated urban planning with transport development. In the past, what happened? Urban planners, fine, we will have a new residential quarter. Transport engineers, oh, great, we will build new roads. We will also introduce new bus lines. No, instead of this, there must be a joint thinking how to develop a territory with transport, and maybe not to allow, not to issue authorization where you don't have public transport, build where you have got already public transport. You mentioned something about China. I would like to say something about it. It's very important because it is the political economy of development. A couple of years ago, I looked at the Moscow urban transport, and there we recognized that in 4 or 5 years, the motorization level, that is the number of cars per inhabitants, increased to the extent as it increased in Western European cities in 50, 60 years. So just imagine that when you have such a huge jump in development, it's very difficult to absorb that development and have everything properly there. So that I believe that that the China case shows that very fast development is not only a blessing, but it can be a curse as well. And the last point on this, in 1952, a similar smog problem happened, guess where, in the UK. So you can imagine that we are going in these circles, like these Toynbee circles, but I hope that we still learn from the past and maybe the solutions will come faster.
Okay, bleiben wir noch mal ein bisschen bei China. Da kann man dieses Problem oder dieses Wechselverhältnis von Mobilität und Wachstum vielleicht besonders gut erkennen. Jetzt haben Sie, Frau Dr. Molnar, gesagt, dass Verzicht ist schon möglich, besonders im privaten Bereich. Wir reden hier über Wachstum und den Absatz von Autos. Herr Wissmann, mich würde interessieren, die deutsche Industrie ist auf China sehr fokussiert. Man hört die Absatzzahlen, man hört, dass China uns Absätze auf lange Sicht hin sichern wird. Wie ist aus Sicht der Industrie dieser Blick auf das zunehmende Mobilitätsbedürfnis vieler immer wohlhabender werdender Menschen in China? Frau Molnar hat ja, finde ich, zu Recht diese Zahlen gesagt über die Entwicklung der weltweiten Mittelklasse. Bis zu 3 Milliarden, wenn ich sie richtig verstanden habe, in einer überschaubaren Zahl von Jahren. Und diese Entwicklung gilt natürlich in ganz besonderem Maße für China. Es ist in wenigen Ländern in einer so kurzen Zeit eine so wohlhabende Mittelschicht entstanden und eine so große Zahl von Menschen bei aller verbliebenen Armut und bei allen verbliebenen riesigen Kontrasten, aber in die Mittelschicht hineingewachsen wie in China. Das hat natürlich die Motorisierung ganz wesentlich mit beeinflusst. Heute ist China neben den USA, Nordamerika, vor Europa der bedeutendste Automobilmarkt der Welt, neben den USA. Und es spricht alles dafür, dass es auf eine längere Sicht so bleiben wird. Ich teile die Einschätzung übrigens auch in den Zahlen und Daten von Herrn Füchs in seiner Eingangsrede, dass es zwar in den weitgehend gesättigten Ländern, was die Automobilmärkte angeht, wie zum Beispiel Europa, also Westeuropa, kein dramatisches Wachstum der Verkaufszahlen geben wird, dass aber vielleicht sogar an einigen Stellen eine Reduzierung, dass aber das Wachstum der Automobilmärkte vor allem aus diesen Ländern kommt wie China. Und klar ist natürlich, dass diese Länder vor unglaublichen logistischen Herausforderungen stehen. Wie können sie den Verkehr umweltfreundlicher organisieren? Wie können sie ihn effizienter machen? Wie können sie die Staus reduzieren? Und jetzt sage ich mal etwas unbescheiden. Wir sind in Deutschland auch nicht in allem toll, aber wir sind eine der wenigen Regionen der Erde, in denen es zum Beispiel in den letzten Jahren gelungen ist, trotz angestiegener Verkehrsleistung die CO2-Emissionen aus dem Verkehr relativ zu senken. Aber immerhin. Wir sind eine der wenigen Länder der Welt, die so moderne Logistikdienstleister haben. Also ich spreche jetzt mal gar nicht von unseren Firmen, dass sie Güterlogistik in einer Weise organisieren können, wie wir es vorher nicht kannten. Das heißt eben auch, sagen wir mal, weniger unnötiger Verkehr. Wir sind eines der Länder der Welt, in denen hochmoderne Telematik- und Navigationssysteme, Sie haben zu Recht von diesem Thema gesprochen, in der Entwicklung sind, teilweise in unseren Automobilunternehmen, teilweise außerhalb. Mit anderen Worten, also wir haben nur nicht den Stein der Weisen, klar, aber wir haben nicht nur, wenn wir gut sind, die Autos, die hoffentlich immer stärker in Richtung Nullemission gehen, sondern auch die Logistikdienstleistungen, die zu einer Vernetzung der Verkehrsträger führen, die dann auch die dramatischen Probleme von Ländern wie China, vor allem in den Megacities, lösen können. Denn ich glaube, das größte, auch ökologische Problem der nächsten Jahrzehnte wird sich in den immer weiter wachsenden Megacities der Welt abspielen. Und wer dafür keine Lösungen bereithält, der steht vor größeren Herausforderungen. Und ich finde, da könnten wir, haben wir Deutschen, nicht die einzigen, aber doch ziemlich überzeugende eigene Erfahrungen
und können dazu beitragen, dass nicht alle Fehler, die wir in Deutschland gemacht haben, auch in diesen Ländern wiederholt werden. Zu den Megacities kommen wir gleich noch, aber wir springen einmal kurz von China zurück nach Westeuropa, wenn ich das richtig sehe, und zu den CO2-Reduzierungen. Ich wollte noch was zu den Erfolgen der CO2-Reduktion. Im Verkehrssektor sagen, die sind ja sehr bescheiden. Ich würde sagen, wenn Sie vergleichen die CO2-Emissionen unserer verschiedenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Sektoren, dann waren wir ziemlich erfolgreich in den letzten 20 Jahren, was die Energieproduktion selbst betrifft. Man muss auch sagen, dass die Industrie ziemlich effektiv war in der Senkung ihres Energiekonsums und ihrer CO2-Emissionen. CO2-Emissionen sind noch deutlicher gesunken als der Energieverbrauch selbst, trotz steigender Produktion. Da hat es eine reale Abkopplung schon gegeben. Die privaten Haushalte hängen schon ein ganzes Stück hinterher, was ihre CO2-Reduktion betrifft. Und der Verkehrssektor ist das Schlusslicht neben der Landwirtschaft. Das ist minimal. Bei steigendem Transportvolumen, ja, also es hat eine relative Abkopplung gegeben, steigendes Transportvolumen, aber was die reale Senkung angeht, und darum muss es ja gehen mit Blick auf die nächsten Jahrzehnte, ist das bisher minimal. Und deshalb ist die Herausforderung, die ist schon enorm. Es geht nicht einfach nur um graduelle Optimierung, um sagen graduelle Fortschritte, sondern um einen richtigen Sprung in der Reduzierung des Treibstoffverbrauchs und in der Dekarbonisierung der Antriebsenergie im Transportsystem. Sonst werden wir die Ziele nicht erreichen, die wir klimapolitisch erreichen müssen. Wenn wir global die CO2-Emissionen halbieren wollen, um die Temperatur nicht über 2 Grad etwa steigen zu lassen, bis Mitte des Jahrhunderts. Und wir gleichzeitig aber eher eine Verdoppelung des Transportvolumens sehen werden, wenn nicht mehr, dann heißt das schlicht, dass die Ressourceneffizienz und Energieeffizienz im Transportsektor um mindestens den Faktor 4 steigen muss. Das heißt, eine Reduktion um 80%. Das ist die Herausforderung, um die es geht. Und das ist eine wirkliche Revolution. Herr Wissmann, doch noch nicht genug reduziert worden von der deutschen Automobilindustrie? Nein, wir sind natürlich nicht am Ende des Weges. Ich habe ja die Zahlen vorhin einleitend gesagt. Wir sind von weit über 160 Gramm im Schnitt auf rund 140 Gramm CO2 pro Schnitt. Fahrzeug und wir gehen runter bald auf 130, 120 Gramm und werden die 95 Gramm, die 2020 gesetzt werden, mit riesigen Investitionen erreichen. Ein Problem besteht sicher darin, Frau Molnar hat es vorhin angesprochen, dass es keine gültigen globalen Regeln gibt. Wir haben in USA in etwa demselben Zeitraum ein Ziel von 121 Gramm, in Japan von 105 Gramm, wie gesagt in Europa von 95 Gramm. Und je globaler die Regeln sind, also was Sie mit Level Playing Field umschrieben haben, desto besser natürlich auch für die langfristige Planbarkeit. Aber klar ist, wir sind in Europa nicht am Ziel, aber wir sind effizienter als andere. Und das hört man nicht so gern, aber es ist so. Und wir müssen diesen Weg weitergehen, weil er natürlich auch Markterfolge verspricht. Also ich sage das auch, ich sage das jetzt nicht nur altruistisch. Ganz klar ist, dass das effizienteste Fahrzeug in Zeiten hoher Preise, zum Beispiel Kraftstoffpreise, auch ein interessantes Angebot ist. Und dass derjenige, der das beste und von den Skaleneffekten am Ende her auch günstigste Elektrofahrzeug eines Tages zur Verfügung hat, natürlich auch größere Markterfolge. Aber womit werben Sie in China, Herr Wissmann? Darf ich das mal wissen? Womit werben Sie, mit welchen Qualitäten
deutsche Autos werben Daimler und VW und BMW und Audi in China. Werben sie mit, wir sind umweltfreundlich, wir sind Ressourceneffizienz, oder werben sie immer noch mit dem alten Image, maximale Power, Luxus? Ja, also ich meine, welches Bild sagen von der Zukunft erzeugen sie auf den Märkten, auf den expandierenden Märkten, wo die Wachstumspotenziale für die deutsche Industrie liegen? Also man muss, es gibt ja weltweite Markenuntersuchungen, die sagen ganz eindeutig, deutsche Autos werden weltweit geschätzt für ihre Qualität und Zuverlässigkeit zuallererst. Qualität, Qualität, Qualität. Es gibt alle Markenuntersuchungen sagen, also wenn die deutsche Fußballmannschaft optimal spielt, dann liegt sie knapp hinter dem Ansehen der deutschen Automobilmarken in Sachen Qualität. Das ist das Erste. Und dann gibt es eine relativ dünne Schicht von Menschen. Weltmeister sind wir ja nicht geworden. Ja, ich sage ja deswegen dahinter. Daher ist das Thema Qualität überragend. Und man muss ja sagen, wir hatten in dem Bereich Ende der 90er Jahre in einigen unserer Firmen auch Schwächen. Und deswegen ist das gesamte Thema Qualitätsmanagement und Zuverlässigkeit in allen unseren großen Unternehmen heute absolut dominant. Dass wir da anderen den Rang abgelaufen haben, ist eine große Stärke. Und ich gebe zu, bei dem Thema Premium, zu dem Punkt zu kommen, wo der Käufer nicht in erster Linie PS sieht, sondern Qualität und auch zum Beispiel Innenausstattung und optimale Effizienz, das ist auch in der Verkaufsstrategie kein leichter Weg. Das ist ein durchaus längerer Weg, denn wir bauen natürlich nicht Autos für unsere Lehrbücher, sondern wir bauen Autos für unsere Kunden und müssen natürlich auf einem weltweiten Markt auch auf Kundenbedürfnisse in einer ganz entscheidenden Weise antworten. Wenn wir das nicht tun würden, wären wir nicht so erfolgreich, wie wir sind. Das ist ein wechselseitiger Prozess. Wir sind in Europa in dem Bewusstsein, dass Effizienz absolut entscheidend ist, weiter als in bestimmten Schwellenländern. Herr Wismar, zu dem Thema Premium kommen wir gleich noch. Frau Dr. Molnar, Sie wollten selbst... Actually, I would like to throw two other aspects here into the discussion, because we speak a lot about the demand towards newly constructed vehicles. But there are a lot of vehicles already on the market. So the existing vehicle fleet could be of a bigger concern than the future vehicle fleet, because there we see a lot of development. And with the existing vehicle fleet, one of the biggest problems that in the majority of the countries in the world, we do not have a proper periodic technical inspection and regulations that if the vehicles don't meet certain qualitative criteria with regard to emission or safety, they should be just scrapped. So that's another aspect that has to be borne in mind. And the second point I would like to make, that a lot of improvement can happen with the vehicle, but we have to work on the fuel quality as well. We shouldn't forget about that. Okay, Frau Dr. Möller, aber da Sie nun, wir haben hier einen kleinen Dissens, da geht es hauptsächlich darum, reicht die Emissionsreduzierung, die in Westeuropa, in Deutschland bisher erreicht worden ist, reicht die aus? Ist das schon genug oder ist es nicht vielleicht doch ein viel zu kleiner Schritt, der da bisher gegangen ist? Sie sind jetzt hier die Neutrale. Wie beurteilen Sie das? No, I don't say that one can be satisfied, because you cannot be satisfied ever with whatever results you have. I'm an economist by training, so I know that if you want to have technological changes too fast, then actually there will be repercussions in the profitability, and then that could have very negative impacts. So yes, you want to go there, but you already see there are results. And if you speak about this, whether it's enough or not, I think we have had a lot of emphasis on certain issues, for example, CO2. And I myself believe that we have to focus on CO2 because, yeah, that's a big ticket item. But if you improve the CO2 part too much, then you may create more problems in other areas, as I was explained by some chemists in my division. So we have to understand the full picture
and try to improve in all fields, but in a very sensible way. Very diplomatic. Thank you very much. Herr Kindermann, da kann ich sagen, was die Frau Molnar sagt, ist ja ganz konkret. Nehmen Sie das Nutzfahrzeug. Wir haben hier an den Tabellen gesehen von Frau Molnar, wie dramatisch die NOx-Belastung nach unten gegangen ist. Also wir können heute sagen, wir haben den normalen LKW, der aus unseren Fabriken kommt, heute 90% weniger NOx als vor 20 oder 25 Jahren. Und also für die unter Ihnen, die sich mit Technik und Ingenieurfragen intensiver befassen, es gibt einen nicht ganz einfach zu lösenden Konflikt zwischen der weiteren Reduzierung der CO2-Emissionen einerseits und dem Rausquetschen der letzten 5% NOx, die noch heute emittiert werden, aus dem LKW andererseits. Und da hat sich zum Beispiel jetzt die europäische Regulierung noch nicht sehr klar entschieden, wohin sie eigentlich will, weil beides zusammen kriegt man jedenfalls nicht im vollen Tempo. Klare Regeln sind da für uns außerordentlich hilfreich, aber in großen Sprüchen beides gleichzeitig zu verlangen, ist technisch nahezu unlösbar. Und man muss zum Beispiel, also ich würde, wenn Sie meine Meinung hören wollen, meine persönliche Meinung, dann sage ich Ihnen, mir wäre die weitere Reduzierung von CO2-Emissionen, was auch beim LKW natürlich wie bei allen Fahrzeugen heißt, weniger Verbrauch, wichtiger als die letzten 2 oder 3% NOx noch herauszuquetschen, weil die Milliardeninvestitionen, die dafür notwendig sind, besser eingesetzt werden, um beim Thema CO2-Reduktion voranzukommen. Aber solche ganz konkreten und spezifischen Fragen stellen sich dann sehr wohl, sowohl für den Regulierer wie für die Industrie. Kommen wir vielleicht von den Lkw nochmal zu den Premium-Fahrzeugen. Da hört man, dass Sie versuchen, die deutsche Automobilindustrie in Brüssel gerade für die Premium-Fahrzeuge rasche Reduzierungen bei den Emissionen zu erreichen, wie gedacht. Also Sie wollen versuchen, Einfluss zu nehmen und argumentieren damit, dass eben Premiumfahrzeuge andere Anforderungen haben als zum Beispiel Kleinwagen, was CO2-Emissionsreduzierungen haben. Wie passt das zusammen mit Ihrem hier bekundeten Willen, auf breiter Front und mit allen Kräften Schadstoffemissionen zu reduzieren? Also klare Antwort, wir stehen zu den 95 Gramm, die die Europäische Kommission für 2020 als Schnitt vorschlägt. Aber wir haben immer darauf Wert gelegt, und das ist auch also bei allen Fachleuten sozusagen anerkannt, dass es einen sogenannten Slope gibt. Also dass man, und das ist auch im Vorschlag der Kommission vorgesehen, nämlich dass es segmentspezifisch einen Kurvenverlauf gibt, der dafür sorgt, dass das Mehrfamilienhaus, jetzt mal im Bild gesprochen, auch effizient sein muss, aber natürlich nicht den gleichen CO2-Wert haben kann in der Gesamtbewertung wie die Einliegerwohnung. Und diesen, für die Fachleute unter Ihnen, Slope sieht die Kommission vor und den akzeptieren wir auch. Das heißt dann am Ende, dass, sagen wir, ein Haus wie BMW wenige Gramm mehr emittieren kann mit dem Schnitt seiner Fahrzeugflotte, aber wenige Gramm, und dass ein Kleinwagenhersteller da von der Natur seiner Fahrzeuge eine andere Struktur hat, etwas weniger Gramm emittieren muss. Die Gefahr, die wir gesehen haben und die wir immer noch sehen, ist, dass man die gesamte Flotte runtertrimmen will auf Kleinwagenniveau. Und dann hätten wir natürlich ein schweres strategisches Eigentor geschossen, denn dass Kleinwagen mittel- und langfristig bei hohen Lohnkosten in Europa produziert werden können, glaubt eigentlich kein Mensch, der was von Automobilen versteht, sondern die Kunst besteht darin, und der Ansatz der Regulierung ist insofern richtig, dass man in jedem Segment den höchsten Effizienzansatz verfolgt und nicht alle Segmente über einen Leisten schlägt, was am Ende dazu führen würde, dass man beim Kleinwagen weniger tun muss als bei großen Fahrzeugen. Ergebnis: seit der Regulierung 2007, 2008
gehen die CO2-Emissionen bei den Oberklassefahrzeugen deutlich stärker nach unten als bei den Mittelklasse- und Kleinwagenfahrzeugen. Und das ist auch richtig. Jetzt gibt es einen Punkt, auf den ich aufmerksam machen muss. Was die Europäische Kommission bisher leider ungenügend macht und wo wir hoffen, dass das Europäische Parlament die richtigen Schritte macht, ist Fahrzeugen mit alternativen Antrieben in dieser Regulierung einen besonderen Incentive zu geben. Alle reden von Elektrofahrzeugen und die Europäische Kommission zieht Supercredits für genau 20.000 Fahrzeuge vor über mehrere Jahre, was heißt für 180 Fahrzeuge pro Hersteller. Und das ist natürlich dringend zu korrigieren. Das ist unser wichtigster Korrekturwunsch bei der europäischen Regulierung, die jetzt ansteht, also für 2020. Und wo wir im Parlament und im Ministerrat vermutlich mehr Gehör finden werden, als wir es bei der Europäischen Kommission gefunden haben, die diesem Thema technologische Offenheit, alternative Antriebe mit einiger Verklemmung gegenübersteht. Ja, zu den Elektroautos kommen wir gleich auch nochmal in einem extra Segment. Nochmal die Frage nach den starren Obergrenzen. Braucht man sie nicht doch? Also es gibt ja nicht wenige Ökonomen, die sagen, bei höherer Energieeffizienz werden zwar Einspareffekte erzielt, dadurch steigt allerdings wieder die Produktion, sodass also im Endeffekt man doch eine Zunahme hat. Oder klarer gesagt, Herr Füchs, braucht man für... Also wir wollen die Kleinwagen, die Einliegerwohnungen nicht in Deutschland breit in der Produktion haben. Aber braucht man nicht trotzdem, um bestimmte Dinge durchzusetzen, Schadstoffreduzierung wirklich durchzusetzen, starre Obergrenzen? Ja, ich bin gegen die Flexibilisierung, weil ich der Auffassung bin, jetzt mal unabhängig von meinen persönlichen Präferenzen, dass ich es sozusagen abgeschmackt finde, wenn jemand mit einem SUV durch Berlin fährt oder durch eine andere Großstadt, finde ich, dass eine solche Kategorie von Autos, das ist für mich ein Anachronismus. Ja, und die haben, wenn überhaupt, nur noch eine Existenzberechtigung, wenn es gelingt, ihren Umweltverbrauch radikal zu reduzieren. Also ihren Treibstoffverbrauch, ihre Emissionen, der ganze Lebenszyklus dieser Autos, die Lebenszyklus dieser Bilanz dieser Autos radikal zu optimieren. Ich glaube, dass die Industrie an einem anderen Bild von Komfort, meinetwegen auch von Luxus, von Premium Wagen arbeiten muss, die eben nicht mehr nach diesen alten Kriterien sich definieren, dass sie da solche rollende Ungetüme haben. Unglaublich schwer, die werden immer schwerer in den letzten Jahren. Das heißt, sie brauchen auch immer mehr PS, die sie abschotten gegen ihre ganze Umwelt. Ja, sie fahren mit diesen Dingern durch die Stadt und sind vollkommen abgeschirmt von ihrer Umwelt. Das ist eine Art von Auto, die passt meines Erachtens nicht in die Zukunft, jedenfalls nicht in eine städtische Zukunft. Und im Grunde müssen sie an einer Vision arbeiten, die heißt Small is beautiful. Und smart ist jedenfalls nicht diese alte Form von Luxusoberklasse, wie wir sie bisher hatten. So, das ist ein anderes Bild von dem, was ist eigentlich ein tolles Auto. Ja, wenn man das akzeptiert, dass das Auto weiterhin für viele Leute ein unverzichtbares Bewegungsmittel ist, dann muss man aber das Bild von dem Auto, das muss man neu definieren. Und das gelingt meines Erachtens nicht, wenn man einfach nur sagt, wir optimieren graduell diesen Typ von Luxusfahrzeugen, den wir bisher produziert haben. Jetzt stellen wir uns mal den typischen amerikanischen Autokäufer vor. Über den gibt es schon Anatomien. Er geht also ins Autogeschäft und sagt, guckt sich das Auto an, wartet nicht 6 Monate, bis es geliefert wird, sondern kauft es sofort. Und Herr Wissmann, wenn Sie ihm sagen, small is beautiful, dann greift er zu? Ja, ich komme gerade von der Detroit Motor Show.
und gebe zu, ich habe dort bei dem einen oder anderen Hersteller auch Fahrzeuge gesehen, auf die die Beschreibung von Herrn Füchs vielleicht zutrifft. Und habe da auch einen gewissen inneren Abstand. Muss allerdings sagen, der moderne SUV, wie wir ihn heute aus den deutschen Häusern bekommen, hat in den letzten Jahren eine Reduktion von Verbrauch und CO2-Emissionen zwischen 30% und 40% erlebt und ist mit den Schlachtschiffen, an die vielleicht der Herr Füchs noch denkt, überhaupt nicht mehr vergleichbar. Und jetzt bei aller Begeisterung für schöne Theorien, die Frage der Kundenwünsche weltweit wird nicht in unseren Seminaren festgestellt, sondern an den weltweiten Märkten. Und die Kunst ist nur, diese Kundenwünsche so zu befriedigen, dass es gleichzeitig unter Effizienzgesichtspunkten und ökologischen Gesichtspunkten verantwortbar ist. Und klar ist, größere Familien gibt es in anderen Ländern wesentlich mehr als bei uns. Insbesondere der kleine SUV, ich betone, der kleine SUV ist weltweit massiv im Kommen, hat aber Verbrauchswerte, die bei einer großen Zahl von Fahrzeugen unter 6 Liter liegen. Ich teile die Meinung, Höhe, Breite, Fläche ist nicht alles. Aber zu leugnen, dass es in einer oberen Mittelschicht der Welt eine große Zahl von Leuten gibt, die Top-Fahrzeuge wollen, die wir allerdings dann unter effizientesten Gesichtspunkten produzieren und entwickeln müssen, wäre ein schwerer Fehler. Sonst würden uns andere diesen Markt abräumen. Wie gesagt, ich habe vorhin ja am Beispiel Peugeot Citroën gesagt, wenn man einen solchen Sektor verlässt, dann beschädigt man die Substanz, auf der man als europäische Unternehmung sitzt. Und würde man das in Europa sozusagen zu Tode regulieren, würde es überall in der Welt produziert, bloß nicht mehr bei uns. Also hier so ökologisch und effizient wie möglich auch die Mehrfamilienhäuser im Bild zu bleiben, entwickeln, aber nicht zu glauben, dass es eine Welt ohne Mehrfamilienhäuser gibt. Frau Dr. Mohler. Das Bild ist ja schief, wenn ich das nur noch mal sagen darf, weil meistens fährt in diesen Mehrfamilienhäusern gerade ein Mensch durch die Gegend. Frau Dr. Mohler, die UNO hat ja auch so als Ziel, eine gewisse Regulatorium zu schaffen für andere Länder. Jetzt hören wir von Herrn Wissmann den Einwand. Wir haben hier einen Mittelstand, der wohlhabender wird, der auch den Wohlstand genießen will. Es gibt die Wünsche von Autokäufern. Wir können nicht am Markt vorbei produzieren. Wie ist da Ihre Sicht? Ist das nicht wahr? Sie haben die Zahlen genannt, die wachsende Mittelschicht. Herr Wissmann macht auf die Größe der Familien aufmerksam. Ist es nicht doch so, dass wir in Zukunft viel größere, viel schwerere Autos haben werden, weltweit? I'm so sorry. Actually, I would take a very different question. Because I think looking at vehicles, whether they are sexy or tall or not, big or not, SUV or small, yes, this is one of the elements. However, we need to have a system approach. Yes. And what we need to, and what I believe and what we promote in the UN, that we would like to see that cities are livable, that cars are not parked everywhere and you cannot walk, that you have proper public transport, so you have got a choice and other choices. And yes, having a car, either to use or to own and use, it's up to you. It should be your choice, whether you want to buy it or you want to rent it or you want to participate in a car share. But to have access to different types of mobilities, that's a basic right, I would say. It's a human right. Even the latest, the January edition of National Geographic speaks about a gene in the human being that answers
why we are so mobile, that we have this curiosity and we need mobility. So yes, we need mobility, but our societies are built up for being mobile. However, it has to be done in a more sustainable way. And when I say sustainable, ecologically, socially, and also I would like to underline the safety angle, which is very, very important. And we have seen a lot of improvements with the vehicles, but I don't think it's good to demonize the vehicle, as it is not good to consider the vehicle as a sacred cow. In India, when we speak about how important the vehicle for us is, here in Europe, we start to say, no, younger generation is not so much fond of vehicle. Yes, we have a cultural shift here. In India, when they buy a vehicle, they take it to the temple to have the blessing from the temple. So that's not good either. So I think that vehicle is part of mobility, but we would like to have it safe and clean. It was the same with us in the 50s. You know, not necessarily the temple, but the holy cow. The car is a holy cow. But this, I think this is a temporary phenomenon. And we have to bridge the gap for the next 30 or 40 years. Ja? Also wie kann man eine wachsende Automobilisierung in der dritten Welt so nachhaltig gestalten, dass sie nicht zum ökologischen Kollaps führt? Das ist sozusagen die Frage aller Fragen. Und da stimmt das mit dem systemischen Ansatz, finde ich, sehr gut. Statt nur auf das Auto zu schauen oder zu starren, müssen wir auf das Verkehrssystem schauen und möglichst sehen, wo wir intelligente Verkehrsvermeidung machen können und wo wir die Alternativen zum Auto möglichst attraktiv und machbar gestalten können. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Und statt unser Verkehrssystem aus den 60er und 70er Jahren jetzt zu globalisieren, das ist nicht globalisierbar. So. Frau Dr. Molnar, da sind wir jetzt bei Verkehrssystemen. Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, in Deutschland gibt es etwa 5.000 Autos bei Carsharing, 190.000 Menschen, die Carsharing machen, also verschwindend wenig. Kommen wir mal auf die Urbanisierung, auf Carsharing. Das steckt alles noch in den Kinderschuhen. Was muss denn da getan werden? This is a relatively new venture, new phenomenon. So everything that is new starts relatively slow, but I think it has taken off very fast. It has been growing very fast. Now the culture might be different in Germany, in France, in the United States. How much you want to share your car or use somebody else's car. There are issues about maintenance, about insurance, and I know I talked to some of the car share operators that they are addressing these things, but I think it's great to have such an opportunity. I would like to come back to what's happening outside of Europe or third world. To some extent, if you look at the economic growth of the past 10 years and the projections and how much some of the countries participate in the global decision-making, in Rio Plus 20, the big players were the BRIC countries, Brazil, India, Russia, and China, because they were there at very high level. And the high-income countries were represented relatively in a limited way. They may come up with very new solutions, and sometimes we can learn from them. During lunch, we discussed this Seoul solution, when instead of reconstructing a motorway, a highway within the city, they decided to abolish it and to demolish it and open it up, and there is a little river now. So I would like to come back to that we have to be clear what is the goal, and then all the rest could fit into that. This avoid, shift, improve approach could help a lot, because when you don't have to move, you don't move. But when you have to move, you have choices. And if you have good public transport, the majority of people would prefer to take public transport, particularly when you have got parking problems. Kommen wir mal zu einem anderen Verkehrsmittel, das auch noch zu den seltenen Pflanzen in Deutschland gehört, zu dem Elektroauto. Da gibt es jetzt 2.956 Elektroautos auf den Straßen. Das ist ja noch vergleichsweise wenig. Im Jahr 2020 sollen es 1 Million sein.
Wie kommen wir denn dahin, Herr Wissmann? Also wir, ich habe das vorhin angedeutet, werden 2013, 2014 14 Elektromodelle aus deutschen Automobilunternehmen in den Markt bringen. Und die spannende Frage ist, wie der Kunde, wie der Markt reagiert, weil er auf der einen Seite natürlich sieht, welche Chance darin besteht, selbst eine Strategie weg vom Öl zu leben, und auf der anderen Seite weiß, dass wegen der hohen Kosten der Batterie es mindestens auf eine Reihe von Jahren hin einen deutlichen Preisunterschied geben muss zwischen den Kosten eines Elektroautos, in welcher Konfiguration auch immer, Plug-in-Hybrid, Range-Extender, reines Elektroauto und einem Auto alleine mit Verbrennungsmotor. Wir glauben, dass der erste Anschub für das Thema Elektroauto, also im Markt, kommen muss, insbesondere von Firmenwagen. Wir wissen auch, dass große und kleine Unternehmen in Deutschland überlegen, dass sie hier in größerer Weise in die Beschaffung gehen. Und der Firmenwagenmarkt ist in Deutschland ein ganz besonders wichtiger. Deswegen setzen wir uns auch dafür ein, dass der Nutzer dieses Firmenwagens nicht benachteiligt wird gegenüber einem Nutzen von einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor in der steuerlichen Behandlung. Und dann hoffen wir natürlich auf eine große Zahl von Privatkunden. Und klar ist, je größer die Zahl der produzierten Fahrzeuge, desto mehr können wir über die Skaleneffekte, das Delta zwischen den Kosten eines Autos mit Verbrennungsmotor einerseits und eines Elektroautos einebnen und hoffen dann im Jahre 2020 etwa beim halben Delta zu sein. Denn klar ist, vielleicht nicht in einem ganz dünnen Markt der Oberklasse, aber bei 80-90% der Käufe von Fahrzeugen ist die Preisfrage geradezu entscheidend, und schon 200, 300, 400, 500 Euro sind für den Kunden oft entscheidend für den Typ des Autos, den er fahren will. Und daher sind ein paar tausend Euro Preisunterschied schon erheblich. Also Antwort auf Ihre Frage: Wir haben in der nationalen Plattform Elektromobilität auch der Bundesregierung gesagt, wir gehen mit großem Elan diesen Weg weiter. Sie müssen mal überlegen, wir erwarten im Jahr 2020 im günstigsten Fall, dass 5% der neu verkauften Fahrzeuge alternativ angetrieben sind, investieren aber zwischen 30-40% unserer Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen in diesen Sektor. Das können Sie natürlich nur machen mit einem ganz langen Atem und indem Sie Geld, das Sie aus anderen Sektoren verdienen, in diesen Zukunftssektor geben und hoffen dann, dass nach 2020 ein Aufwuchs am Markt entsteht, der dann in die Millionen geht. 2020 ohne größere Anschubmaßnahmen kommen wir vielleicht auf 500.000-600.000 Fahrzeuge, mit Anschubmaßnahmen vielleicht auch auf mehr. Und meine Hoffnung ist, dass der größte Anschub zunächst im Firmenwagensektor sich abspielen wird. Jetzt kommt mal eine kritische Frage an die Politik. Ich nehme Sie einfach mal als Politik, Herr Füchs. Hat sie denn genug getan für die Elektroautos? Herr Wissmann hat vorhin beklagt, dass Brüssel schon mal nicht genug tut, oder? Fragt man vielleicht besser, sagen andere im Raum, die da sehr viel näher dran sind, die auch noch im Lauf der Tagung zu Wort kommen werden. Also wir haben ja bei den Grünen Debatte darüber, ob es Kaufprämien geben soll für Elektrofahrzeuge. Ich bin ein bisschen skeptisch, auch wegen der Umverteilungseffekte, die sagen damit verbunden sind, und würde eher den Weg gehen, jetzt nicht eine weitere Privilegierung von Elektrofahrzeugen, sondern eine stärkere Kostenanlastung von konventionellen Fahrzeugen. Die sollen gesellschaftliche und ökologische Kosten wirklich zahlen, die sie verursachen.
Und dann werden Elektrofahrzeuge quasi von selbst ziemlich schnell, sagen, wettbewerbsfähig auf dem Markt. Wir haben ja heute eine Subventionierung von, sagen, konventionellen Fahrzeugen de facto, wenn man ihre Folgekosten, sagen, mit einbezieht, nicht nur die ökologischen, auch die gesundheitlichen, die Infrastruktur, was sie für, sagen, Belastung für die Städte mit sich bringen und so weiter. Und das gilt natürlich auch bei der Privilegierung von Dienstwagen. Also wenn man, sagen, das Dienstwagenprivileg für konventionelle Fahrzeuge, sagen, abschaffen würde, dann wird natürlich die Anschaffung von Elektrofahrzeugen für, sagen, Unternehmensflotten ökonomisch auch sehr viel interessanter. So, das wäre meine grobe Antwort. Aber womit ich völlig übereinstimme, ist, man muss sagen, Forschung und Entwicklung, auch Abschreibungsmöglichkeiten aus meiner Sicht für Forschung und Entwicklung von Unternehmen für Elektromobilität fördern. Und es braucht zumindest eine bessere Koordinierung, was den Aufbau einer Infrastruktur für alternative Antriebe angeht. Da gibt es auch eine staatliche Normierungsaufgabe, dafür zu sorgen, dass da möglichst kein Firmenwildwuchs stattfindet, sondern dass es da einheitliche Standards gibt, die eine universelle Nutzung ermöglichen. Also, an diesem Punkt würde ich gerne darauf aufmerksam machen, dass ich so etwa in 5 Minuten gerne den Teilnehmern hier die Gelegenheit geben würde, zu fragen. Lassen Sie uns noch die 5 Minuten und Sie waren so höflich, eben nicht mit Zahlen zu untermauern, die zusätzlichen Belastungen, die ausgerechnet werden. Ich habe mal Zahlen, eine neue Studie der Technischen Universität Dresden. Ein Auto in der EU kostet 1.600 Euro zusätzlich im Jahr, wenn man Lärm, Umweltverschmutzung, Unfälle und anderes einberechnet. 373 Milliarden Euro Kosten also für die Gesellschaft, für den Steuerzahler. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, dem zu widersprechen, Herr Wissmann. Ja, ich meine, da werden natürlich alle schönen Rechnungen aufgestellt, die man glauben kann und auch nicht. Es gibt aber eine Zahl, die ist hart. Wir haben in Deutschland Belastungen des Autofahrers aus Mineralölsteuer und Kfz-Steuer und einigen wenigen anderen Quellen von über 50 Milliarden Euro. Und wir haben einen Einsatz von Mitteln für Infrastruktur in Größenordnung, alles in allem, von deutlich weniger als 20 Milliarden. Und man muss sich darüber im Klaren sein, wenn, also ich meine, es ist eine denktheoretische Überlegung, die Herr Füchs in den Raum gestellt hat, aber muss sich natürlich dann darüber im Klaren sein, würden wir das so machen, wie er es sagt, wie wäre dann die soziale Verteilungswirkung? Das heißt, wir würden dann einen großen Zahl von Leuten mit sehr überschaubarem Geldbeutel, die als Pendler zwingend angewiesen sind auf das Auto. Wir dürfen ja nicht nur an Berlin und wenige Kapitalen denken, nochmal erheblich höher belasten und würden sozusagen dann hoffen, dass das Delta zum Elektroauto dadurch kleiner wird. Also wenn man da gewaltig rangehen würde, also wenn man in der Größenordnung von ein paar tausend Euro pro Person, dann kann ich nur sagen, wäre die Verteilungswirkung für Millionen Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, verheerend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, sagen wir mal, also zu Ende gedacht, wirklich funktionieren kann. Denn der Leidtragende wäre sozusagen nicht mein Premium-Kunde, sondern wäre jemand mit einem ganz anderen Geldbeutel. Also, aber das, ich weiß, dass Herr Füchs das tut, aber ich finde, man muss ökologische Fragen auch immer sozialpolitisch zu Ende denken. Der tut es auch jetzt. Ja, ja. Das ist ja auch die Frage, woher Sie dann wohin Sie die Mehreinnahmen investieren, wenn wir den konventionellen Kfz-Verkehr zum Beispiel höher, sagen, besteuern oder bestimmte Privilegien, sei es beim Dienstwagen oder in der Pendlerpauschale, sagen, reduzieren, tendenziell ganz, sagen, abschaffen, investieren Sie dann in attraktive Alternativen, die, sagen, die Mobilitätsoptionen für die Leute verbessern. Das ist das eine.
Das andere ist, welche Anreize setzt man damit für langfristige Strukturen? Wir haben mit der Pendlerpauschale eindeutig einen falschen Anreiz gesetzt, der die Zersiedlung der Landwirtschaft befördert hat und die Trennung von Arbeiten und Wohnen befördert hat. Das hatte in jeder Hinsicht negative Effekte. Und deshalb muss man sehr genau sehen, gerade weil ich für Marktwirtschaft bin und Preisen eine wirkliche Steuerungsfunktion zumesse, dass man diese Anreize auch richtig setzt und langfristige Fehlallokationen korrigiert über das Preissystem. Darf ich zum Firmenwagen noch eine kurze Bemerkung machen? Weil ich weiß, jeder von uns hat so seine kleinen geliebten Klischees im Kopf und muss täglich schauen, dass er sie rauskriegt. Bei Ihnen wird es gelegentlich sicher auch so sein. Eines der Klischees existiert über Firmenwagen. Jeder denkt dabei an den Wagen, den er nicht hat, und denkt, der andere fährt mit einem Oberklassefahrzeug auf Kosten des Steuerzahlers durch die Gegend. In Wahrheit sind 1,5% der Firmenwagen Oberklassefahrzeuge. Weit über 80% sind Mittelklasse, Kompaktklasse und kleine Fahrzeuge. Und der absolute Löwenanteil sind Pflegedienstleister, Außendienstler, Handelsvertreter und ähnliche. Also ich will nur sagen, man kann über Firmenwagenregelungen immer reden. Muss ich nur darüber im Klaren sein, über wen man spricht. Jetzt. Das Klischee ist SUV Oberklasse. Die Wahrheit ist ganz normales, häufig kleineres Fahrzeug. Jetzt fragen wir aber mal umgekehrt, wie viel Prozent der Oberklassefahrzeuge, die Sie verkaufen in Deutschland, sind denn Dienstwagen? Sind Firmenwagen? Der kleinste Teil. Der kleinste Teil? Soweit ich weiß, trifft das nicht zu, sondern ist der größere Teil, den Sie als Dienst- und Firmenwagen verkaufen. Frau Dr. Molnar weiß es. Yes, actually we are discussing or we are beating around the bush about the tectonic changes that are going to happen in the transport and in the public management areas because of transport innovation. What do I have in mind? Because of the transport innovation, it will be inevitable to rethink the whole road pricing regime, which will lead to the need for a quite fundamental reform of the public revenues and expenditure system. In addition to that, you have to think of the international trade liberalization as well and the potential decline of revenues because of the customs tariffs go down. So fuel revenues from fuel charges, revenues from customs tariffs are likely to diminish. So there is a need for rethinking public money management, and this whole process will liberate the roads and highway sector from the public intervention. It will help the roads and highway sector to be commercialized. So it will not be, we speak about electric or not, who is paying the bill, but it will not be about this. It will be about a totally new type of transport management, a little bit like what is happening in the telecommunication sector. And that has not yet been studied enough yet. Frau Molnar, danke, dass Sie uns immer noch mal auf den Blick nach vorne bringen. Aber jetzt öffnen wir hier die Runde und es wäre sehr hilfreich. Wir haben Mikrofone rechts und links. Wenn derjenige, der fragt oder diejenige, die fragt, uns netterweise kurz sagt, wo wir Sie verorten können. Das wäre für uns hier auf dem Podium hilfreich. Bitte. Nein, ich würde sagen, wir fangen rechts an und dann geht's links und rechts und links. So, ja. Mein Name ist Andreas Michael Reinhardt vom Bundesverband Solare Mobilität. Frage an Frau Molnar. Wir reden ja hier über die Automobilindustrie, die Zukunft, über die Rahmenbedingungen angesichts Klimawandel und Energiewende in Deutschland im Speziellen. Glauben Sie, dass die UNO oder eine andere Institution Rahmenbedingungen so setzen kann im Sinne des Klimawandelziele, dass sie verbindlich die Wettbewerbsregeln für alle gleichstellen kann im Bereich der Automobilindustrie? Und die Frage an Herrn Füchs: Wieso schaffen wir es nicht, obwohl sehr politisch beeinflusst, dass alle Bahnen Europas nicht nach einheitlichen Standards funktionieren, also mangelnde Interoperabilität? Und wieso sind wir so weit weg von der integrierten Mobilität?
Und die Frage an Herrn Wissmann, welche Wertschöpfungsanteil sehen Sie denn in der Automobilindustrie in Deutschland angesichts Wettbewerb und Benchmarks, die ich befürworte? Also die Standpunkte von Herrn Füchs kann ich schon in wesentlichen Teilen teilen. Aber wo sehen Sie denn in 2030 den Wertschöpfungsanteil, den wir mit der Automobilindustrie in Deutschland haben und mit der Forschung und Entwicklung? Und können Sie die auch sicherstellen, diese Wertschöpfung? So, diese drei Fragen beantworten wir jetzt noch. In Zukunft beantworten wir immer nur eine an einen Podiumsteilnehmer. Danke. Gut, wir sammeln ein bisschen. Dann geht's weiter. Herr Walter Wendt. Genau. Gerd Lotzeben vom Ökologischen Verkehrsclub VCD. Also nur ganz kurz eine Korrektur, Herr Wissmann. Sie sagten gerade, nur ein Bruchteil der Premium-Autos auf die Frage von Herrn Füchs würden als Dienstfahrzeug zugelassen werden. Beim Porsche Cayenne sind es, soviel ich weiß, über 80%, obwohl, also dieses Fahrzeug hat auch nur eine Wertschöpfung, können Sie vielleicht auch nochmal zu antworten, soviel ich weiß, von unter 20%, weil das Auto überwiegend in Bratislava gebaut wird. Auch gut, aber die Debatte kriegen wir ja auch noch. Aber über 80% dieses Porsche Cayenne werden tatsächlich als Firmenwagen zugelassen. Aber jetzt zu meiner Frage. Herr Wissmann, Sie sagten, dass Sie dem Ziel von 95 Gramm CO2 zustimmen. Das ist gut so. Aber im nächsten Satz sprachen Sie dann gleich von den Supercredits. Und Experten haben berechnet, dass wenn sich Ihre Vorstellungen von Supercredits durchsetzen, dann bedeutet das für die Verbrennungsmotorfahrzeuge, die ja weiterhin verkauft werden, einen CO2-Grenzwert von tatsächlich 105 bis 108 Gramm. Also das entspricht gut einem halben Liter Mehrverbrauch. Das heißt, wenn die Fahrzeuge mit diesem Wert produziert und verkauft werden, zahlt im Grunde genommen jeder Autokäufer pro 100 Kilometer, beim Spritpreis von ungefähr 2 Euro, 1 Euro mehr drauf. Also der Grenzwert wird durch Ihre Vorstellung vom Supercredit total verwaschen. Äußern Sie sich bitte dazu. Ich würde sagen, zu den CO2-Reduzierungen, wenn wir das ein bisschen bündeln könnten, wer dazu eine Frage hat. CO2-Reduzierung? Bitte sehr. Mein Name ist Michael Kramer, ich bin Mitglied des Europäischen Parlaments im Verkehrsausschuss. Herr Wissmann, Sie sprachen die soziale Frage an. In Berlin haben wir 300 Autos auf 1000 Einwohner. Wir haben aber eine zunehmende Zahl von über 20% in Berlin. Die können sich sowieso kein Auto leisten, aber auch nicht mehr den öffentlichen Verkehr, weil da permanente Preissteigerungen sind und bei der Bahn seit der Bahnreform die Preise um 15% gestiegen sind und auch der Staat da noch seinen Reibach mitmacht und den öffentlichen Verkehr belastet und den Flugverkehr, den Autoverkehr entlastet. Das waren ja vorhin die 1.600 Euro pro Jahr für jedes Auto. Wie wollen Sie die soziale Frage lösen? Weil zunehmend Leute generell von der Mobilität ausgegrenzt werden, weil sie sich auch ohne Auto diese Mobilität nicht mehr leisten können. Und müssen wir da nicht in die Systeme umsteigen, wie Frau Mullner auch am Anfang gesagt hat, wir brauchen ein anderes Mobilitätssystem, insbesondere in den Städten. Zurück. Da links war eine Frage. Ja, Westberliner, jemand, der die ganzen Autoniederlassungen miterleben durfte, als Beobachter, aber auch inhaltlich, die nach der Maueröffnung hier um uns herum in Berlin gesetzt worden sind. Meine Sorge ist, dass hier durch so viel Augenscheinlichkeit vielleicht etwas Wesentliches verloren geht. Und diesen kleinen Aspekt, den will ich gerne weitergeben, ist, wir sprechen von der Autoindustrie, von Deutschland zwischen der Globalität und Regionalität. Da verschwimmt natürlich vieles, was vorhin gesagt worden ist. Und deswegen kann es sein, dass hinter der Automobilindustrie, wo Sie hier eine Meisterschaft der Deutschen untermauert sehen wollen, in Wirklichkeit eine andere Meisterschaft steckt, die Sie übersehen oder nicht nennen wollen, nämlich die Meisterschaft im Verrechten von Strukturen und von Arbeitsabläufen. Kann es also hier sein, dass dieses Auto eigentlich hier nur als Pseudonym besprochen wird? Da können wir alles draufsetzen. Fazit, wenn das die Wahrheit ist, die ich ausspreche, dann müsste es so sein, dass wir uns fragen müssen, womit könnte dieses Know-how, das sie über die Deutschen verfügen, nämlich mit dem Verrechten von Arbeitsstrukturen und von Arbeitsprozessen international nützlich sein. Wie lautet Ihre Frage? Und da komme ich jetzt verstehen Sie auch meine Frage, danke für den Vorlauf, nämlich dann müssten wir nichts weiter als weiter diesen Kurs fahren, sprich Inseln
international auswählen, wo diese Verrechnungsstrukturen in die Umsetzung gebracht werden können, Insellagen. Mehr können wir nicht tun. Und okay. Die Frage wäre nur regional bezogen, müssten Veredelungsprozesse hergestellt werden. Auf diese Veredelungsprozesse haben Sie zwar ein paar Beiträge beigetragen, aber bezogen, wenn ich jetzt mal ein Wirtschaftskapitan wäre, muss ich sagen, ganz schön wenig, um nicht zu sagen gar nichts. Als würde keiner von Ihnen Ahnung haben, wie ein Betrieb geführt werden müsste. Okay, danke schön. So. Ja, ich stehe jetzt einfach mal auf. Erik Heimann, mein Name von Deutsche Bank Research. Herr Kindermann, Sie hatten ja gebeten, die Frage zum CO2-Thema zu stellen. Was mich in der ganzen Diskussion immer sehr wundert, ist, dass wir beim Thema Automobilindustrie und CO2-Vermeidung nie das Stichwort CO2-Vermeidungskosten nennen. Eigentlich sollte das doch die politische Maxime sein, dass wir dort CO2 vermeiden, wenn es uns um ein übergeordnetes Ziel geht, wo es am wenigsten kostet. Und wenn ich dann an Dinge wie Elektromobilität denke, dann ist das somit die teuerste Art und Weise, wie wir CO2 vermeiden können. Insofern verstehe ich auch nicht, warum es so große Vorbehalte dagegen gibt, Vorschläge wie von Herrn Wissmann oder auch von uns schon formuliert, dass man eine Mehrfachanrechnung von Elektrofahrzeugen als guten Weg finden könnte, um diese Fahrzeuge in den Markt zu bringen, weil dann würden die Kosten nämlich beim Autohersteller angelastet werden, bei relativ geringen Effekten für die CO2-Bilanz. Ich hätte gerne auch noch die Frage gestellt an Herrn Füchs, ob er sich aktuell lieber eine Autoindustrie wie die französische oder die italienische in Deutschland wünschte, mit einem Fokus auf Kleinwagen und auf geringe Export. Tätigkeiten außerhalb Europas oder ob er doch mit Blick auf Arbeitsmärkte durchaus zufrieden ist, dass wir eine Autoindustrie wie die deutsche hierzulande haben. Danke. Okay, wir geben Herrn Füchs Zeit zu überlegen und fangen an mit Frau Meuler. Okay, very quickly, because I think that there are other questions to have time. Well, I am not the right person to speak about the UNFCCC or the Bali or the Copenhagen approach or the Rio plus 20, how much we can be satisfied with that. However, I can tell you that in the area of vehicle regulations, it's not perfect. The way the regulations are developed require a lot of consultation, a lot of time preparation. But I don't know anything better, because at least when governments agree, by then they have listened to the industry voice, to NGOs, to the different aspects, and they come to a compromise. And the compromise is usually not as good as our own thinking, but we have to somewhere give in. It's not perfect either, because we don't have a good implementation monitoring how much governments enforce these regulations. But we have a mandate to improve the implementation monitoring. Even if we improve that, we will not be enforcers. So the UN doesn't have that tooth that, for example, Brussels have, that they can bring a country to the court if they don't implement. We can't have that. What we can do, we can issue a note that, oh, you have to improve. So, yes, it's not perfect, but I don't know anything better. Okay. Herr Wissmann, wollen Sie vielleicht mit der sozialen Frage beginnen? Ja, das kann ich gerne. Das kann ich gerne. Also für mich ist völlig klar, als Staatsbürger, wie in meiner jetzigen Eigenschaft, wie in den knapp 6 Jahren als Bundesverkehrsminister, dass wir Weiteres tun müssen, um den Bahnverkehr und den öffentlichen Verkehr zu modernisieren, und dass es völlig falsch wäre, sich auf den einen Verkehrsträger Auto allein zu konzentrieren. Habe ich meine Meinung nicht geändert, sage ich mit einem gewissen Stolz. Es ist der einzige Rekurs zu meiner Vergangenheit. Aber es ist zu keinem Zeitpunkt in Deutschland durch den Bund so viel Geld ausgegeben worden für Bahninvestitionen und Nahverkehrsinvestitionen wie in den 90er Jahren. Die Summen und die Regionalisierung des Personennahverkehrs, die damals durchgesetzt wurde, hat die größte Investitionswelle, die es je in den letzten 20 Jahren im regionalen Verkehr gegeben hat, ausgelöst. Alles nicht ausreichend, weiß ich, aber ich will Ihnen damit nur sagen, Herr Kramer und die anderen, die danach fragen, ich bin fest überzeugt davon, dass der Weg politisch weitergegangen werden muss, dass wir allerdings die Vernetzung zwischen den Verkehrsträgern noch weiter vorantreiben müssen. Meine einzige Bitte ist, tun Sie sicher nicht, aber die Gefahr ist immer inhärent, messen wir nicht mit dem Berliner Maßstab Deutschland oder die Welt. In Berlin sind heute schon andere
Verkehrsformen möglich. Denken Sie an Carsharing, wie in vielen anderen Regionen Deutschlands oder gar der Welt, sondern schauen Sie immer von einem nicht berlinozentrischen und eurozentrischen Standpunkt auf die Frage, können wir was von dem, was wir gelernt haben, weltweit implementieren. Wenn ich ganz kurz darf, allerdings, Sie sprachen von den 90er Jahren, momentan sind die Investitionen in die öffentlichen Verkehrswegesysteme eher rückläufig. Ich nehme die Bundesverkehrswege, da ist das soll 12 Milliarden und ist 10 Milliarden. Ja, ja, ich sage das bewusst. Ich meine, ich stehe gar nicht jetzt lange an, verschiedene Regierungen anzusprechen, aber seit Anfang der 2000er Jahre sind relativ gesehen die Bahninvestitionen gesunken. Und ich muss Ihnen nicht sagen, wer damals regiert hat. Also das ist so, lasse ich einfach jetzt mal stehen. Gut. Es waren noch andere Fragen. Jetzt habe ich die Frage von Herrn Reinhardt anzusprechen. Heute sind Wertschöpfungsanteil Deutschland. Was ist 2030? Man kann mit Lord Keynes sagen, the only thing what I know about the future is that we are all dead. But 2030, wir haben heute 57% der bei den Automobilherstellern Premium. Im Volkswagen-Konzern ist das kleinste Fahrzeug, was in Deutschland gefertigt werden kann, von den Kosten der Golf. Alle, der Up oder gar neue Überlegungen über ein noch weiter im untersten Segment spielendes Auto, können gar nicht handeln bei den Kosten über eine Produktion in Deutschland. Das heißt, die Frage, welche Wertschöpfung in der Automobilindustrie wir in 15, 18 Jahren haben, hängt entscheidend von der Frage ab, wie entwickelt sich Premium? Wie gut schaffen wir es, Premium immer ökologischer zu machen? Wie erfolgreich ist der Markt? Und wie sehr verstehen es alle politischen Kräfte, dass Premium letztlich kriegsentscheidend für den Standort Deutschland ist? Ja, wir haben einen globalen Wettbewerb, der hart ist, und in dem es um die Frage geht, was hat der Industriestandort Deutschland und Europa an Möglichkeiten auch noch in 15 oder 20 Jahren. Und da haben wir einen einzigartigen Vorteil, nämlich dass bei uns der Verbund von Herstellern und Zulieferern besser funktioniert als in nahezu jedem anderen Land der Welt. Wir haben die ja unter einem Dach im VDA mit allen Konflikten, aber natürlich auch mit allen Innovationsleistungen. 75% der Innovationen kommen von den Zulieferern. Herr Lotzeben, Supercredits. Ich hab nicht die Ideallösung. Ich sage Ihnen nur eines. Wenn wir weg vom Öl wollen, und ich halte das für eine im Kern richtige Strategie aus vielen Gründen, dann müssen wir uns überlegen, wie wir Fahrzeuge ohne Verbrennungsmotoren in den Markt bringen. Wenn wir keine Kaufprämien wollen, ich bin kein Apologet großer Kaufprämienforderungen, da muss man sich überlegen, wie machen wir sonst, wenn wir wissen, dass die Firmen auf absehbare Zeit weit mehr Geld in die Entwicklung dieser Fahrzeuge investieren, als sie überhaupt auch nur eine Chance haben, am Markt zu verdienen. Und wenn sie dann keine Anreizsysteme anderer Art haben, also zum Beispiel solche Supercredits, dann sage ich, wird es mit dem Aufwuchs der Elektrofahrzeuge in Deutschland und Europa schwierig werden. Und die Frage müssen Sie beantworten. Da gibt es keinen idealen Weg, aber man muss sich darüber im Klaren sein. An der Stelle könnte ein großer Incentive ohne Geld geboten werden. Herr Füchs. Ganz schnell zu drei Fragen. Einmal europäische Bahnpolitik. Michael Kramer kennt sich da sehr viel besser aus, aber mir scheint das offenkundig zu sein, dass es da dringenden Nachholbedarf gibt, wirklich dringenden Nachholbedarf, vor allem unter zwei Gesichtspunkten. Erstens, die Bahn wettbewerbsfähiger zu machen gegenüber dem Flugzeug, was Mittelstrecke angeht. Und zweitens, ihre Fähigkeit zu stärken, Güter zu transportieren. Wir reden hier ja fast ausschließlich über seinen Personenverkehr, aber wenn Sie sich, und viele im Saal beschäftigen sich damit ja beruflich, wenn Sie sich mal vor Augen führen, die Wachstumsraten im Güterverkehr und wie die nach allen Prognosen verteilt sind,
Also mit steilen Zuwachsraten im Straßengüterverkehr und minimalen Zuwachsraten im Schienengüterverkehr, das ist wirklich dramatisch. Und zwar nicht nur im Hinblick auf sagen Emissionen, sondern auch, was bedeutet das an Lärmbelastung, an Flächenverbrauch und alles, was da dran hängt. Also eine einheitliche europäische Bahnpolitik im Hinblick auf Standards, auf Technik, Harmonisierung, auf eine einheitliche Logistik ist dringend überfällig. Meines Erachtens wäre das auch eines der Programme, die man jetzt auflegen müsste, angesichts der ökonomischen Krise in die Bahninfrastruktur, die Modernisierung der europäischen Bahninfrastruktur zu investieren. Das Zweite war ja ein bisschen eine polemische Frage, ob ich mir wünsche, dass die deutsche Autoindustrie den französischen, italienischen Weg geht. Ich meine, das ist ja ganz in Ordnung, jetzt so zwischen allen Stühlen zu sitzen, ein Teil der Ökos sagen, was machen die jetzt schon wieder mit der Autoindustrie, und ein Teil der Autoindustrie sagt, die wollen uns ruinieren. Ich meine, eines der Interessen, weshalb wir das machen, ist, dass wir nicht nur an Ökologie denken, sondern dass wir ein gemeinsames Interesse haben, die Bundesrepublik als Industriestandort stark zu halten. Weil ich bin überzeugt, dass das die Basis auch unseres künftigen Wohlstands sein muss. Aber man muss, und deshalb habe ich auch großes Interesse, die Exportfähigkeit der deutschen Autoindustrie und ihre Fähigkeit, sich im globalen Wettbewerb gut zu behaupten, zu stärken. Die Frage ist aber, mit welcher Art von Produkten und mit welcher Art von Geschäftsmodell. Und ich stimme vollkommen damit überein, dass wir keine Chance haben mit durchschnittlicher Massenproduktion in der Bundesrepublik. Wir haben nur eine Chance mit hochwertiger Spitzentechnologie. Und deshalb bin ich auch nicht dafür, dass wir den Anspruch aufgeben, was die Autoindustrie angeht, Premiumfahrzeuge zu produzieren, sondern ich bin dafür, dass wir dieses Premium neu definieren. Premium heißt natürlich Hochtechnologie, das heißt Spitzenqualität, das heißt hochwertiges Design. Aber in Zukunft muss das vor allem heißen Öko. Öko ist Premium. Und ich glaube, dass das auch einer wachsenden Nachfrage entspricht. Dass das nicht nur der bloßen Notwendigkeit folgt, wenn man an Klima- und Ressourcenkrise denkt, sondern dass das auch einer wachsenden Nachfrage einer zunehmend gebildeten und umweltbewussten Käuferschicht entspricht. Und zwar nicht nur bei uns, sondern weltweit. Und sie werden auch in China, in Kalifornien sowieso, heute ja schon nicht mehr, sie werden in China künftig nur noch Fahrzeuge verkaufen können, die optimale Umweltstandards erfüllen. Bin ich mir sicher. China ist heute schon dabei, was seine Umweltstandards angeht, uns zum Teil sogar zu überholen, weil sie ihnen natürlich bewusst ist, dass sie sonst richtig den Bach runtergehen. Und das werden sie in Zukunft eher noch fortsetzen. Man wird nicht mit Ökodumping erfolgreich sein auf den internationalen Märkten, sondern nur mit ökologischer Spitzentechnologie auf den internationalen Märkten erfolgreich sein. Das ist unser Interesse, dass wir diesen Brückenschlag hinkriegen zwischen Ökologie und ökonomischer Wettbewerbsfähigkeit. Okay, wir Hörfunkmoderatoren werden immer etwas drängelig, wenn es auf die halbe Stunde zugeht. Das werde ich jetzt auch. Und ich würde vorschlagen, wenn mir das Veranstaltungsmanagement das noch einräumt, die drei wichtigsten Fragen, die stellen wir noch. Und dann machen wir einen Cut. Wer hat die drei wichtigsten Fragen? Das geht jetzt nach Zufallsprinzip. Genau. Ist okay? Okay. Herr Wissmann, Arndt Glocke ist mein Name. Ich bin Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen. Sie haben eben angesprochen, die rückläufige Finanzierung von Verkehrsinfrastruktur in den letzten Jahren. Mich würde die VDA-Position interessieren zum Thema Bemautung, weil wir hatten jetzt gerade die DERE-Kommission, also der Länderverkehrsminister. Und die Frage lautet ja unter dem Stichwort Schuldenbremse, wie
finanzieren wir sowohl im Schienenbereich als auch bei der Frage Sanierung von Straße und Schiene die Aufgaben in den nächsten Jahren. Und mich würde Ihre Position zum Thema Pkw-Maut und auch zur Frage Ausweitung und Lkw-Maut interessieren. Okay, danke schön. Manfred Reber, Germanwatch. Ich habe eine Frage, und zwar, wir hatten am Anfang gehört bei den Inputs, oft wir müssen. Und das kam von mir mit großer Zustimmung. Wir müssen die Emissionen, CO2-Emissionen drastisch senken, wir müssen weg vom Öl, wir müssen den öffentlichen Verkehr in den Städten ausweiten, weil das Auto die Verkehrsprobleme nicht leisten kann. Und ich füge noch hinzu, wir müssen mindestens 2/3 der nachgewiesenen fossilen Reserven unter der Erde lassen, weil die Atmosphäre das nicht verträgt. Gut, tiefe Zustimmung von mir. Jetzt soll ja kein frommer Wunsch bleiben, dass wir das müssen, sondern wir brauchen einen ganz starken Treiber, dass es auch passiert. Und ich sah da 2 Treiber, wo ich dachte, da passiert was. Das war die Erwartung, dass das Öl wirklich, das billige Öl geht zu Ende, aber auch sonst, das Öl wird zu knapp. Das ist leider nicht mehr so. Shale Öl, wir haben viel zu viel Öl. Andererseits, wir haben Kopenhagen, ist gescheitert, Klimarestriktion ist nicht mehr da. Cancun, Doha ist gescheitert. Das ist als Treiber ausgefallen. Jetzt frage ich Sie, was ist für Sie der Treiber, dass dieses Müssen wirklich gemacht wird, umgesetzt wird und nicht mit einem Müssten eigentlich dann endet? Ja, vielen Dank. Und die letzte Frage. Ich hoffe, das klappt mit der letzten Frage. Auto 3.0 hieße für mich vor allem die Ökonomisierung der Rückbank des Autos. Der Rückbank des Autos, die Ökonomisierung der Rückbank des Autos. 2.0, Smart to Go und Drive Now und wie sie alle heißen, super, 3 Liter, ein 3er BMW vom Band. Da kann sich die Deutsche Bahn und die anderen Eisenbahnhersteller auch wirklich eine Scheibe von abschneiden. Aber die Nutzung, also die Auslastung fahrender Autos zu verbessern, das wäre ein ganz spannender Schlüssel. Und da jetzt die Frage dazu, was kann die Automobilindustrie dazu tun und was müsste politisch geschehen, damit die Automobilindustrie mehr in diese Richtung noch denkt? Okay, dann gliedern wir die Antworten jetzt etwas auf. Die Bemautungsfrage ist Herr Wissmann. Die letzte Frage Auslastung, Frau Dr. Molnar. Und dann die Treiber. Die Treiber, Öl gibt es jetzt wieder genug, das macht dann Herr Füchs. Wir fangen an mit Frau Dr. Molnar. Okay. Okay. Well, HOV lanes in the U.S. work very well. However, in Europe, it has not become a culture. So, well, I am not so much worried about introducing totally new things in Europe, much more to look at an overall shift towards better public transport and using our cars for maybe longer distance, not so much within the cities. Although we hear that electric vehicles are much more for cities, so that would be a new culture again. But I don't think from international organizations' perspective, you can do more than bring together information and share best practices. You cannot force governments to introduce something or people to accept this or that. But you can sort of enlighten. Furthermore, when we speak about capacity utilization, the bigger problem is not how much we use the capacity of a small individual car, but much more that when you have got, for example, a port or a terminal where the capacity is used 10% and the government wants to build another infrastructure next door to that terminal, then you suddenly feel that there is some sort of a gaspillage, some sort of a waste of money. So the strengths of the questions are a little bit different for me in this respect. Thank you. Okay, vielen Dank. Herr Wissmann. Maut. Also beim Thema Lkw-Maut kann ich mich ja nicht verleugnen. Ich habe damals in den 90er Jahren die Lkw-Maut in Europa durchgesetzt. Wir brauchten die europäische Zustimmung.
und bin nach wie vor der Meinung, dass es eine richtige Entscheidung war und dass das spätere Umstellen auf ein elektronisches System mit allen Holperern auf der Strecke richtig war. Zumal wir beim LKW, anders als beim PKW, einen wesentlich höheren Anteil von ausländischen Verkehrsteilnehmern haben als beim PKW. Ich gebe allerdings zu, es gibt eine tiefe Enttäuschung in der Geschichte. Während man ursprünglich gehofft hat, man könnte die Einnahmen aus der LKW-Maut für die Infrastrukturfinanzierung aller Verkehrsträger nutzen, ist dann im Lauf der folgenden anderthalb Jahrzehnte so passiert, dass zwar auf der einen Seite die LKW-Maut jetzt für die Infrastruktur vollständig verwendet wird, aber gleichzeitig die Mittel für die Verkehrsinfrastruktur im staatlichen Haushalt um praktisch dieselbe Größenordnung geschrumpft ist. Herr Kramer, ich kann Ihnen nur zustimmen, das ist eine bittere Erfahrung. Das macht meine Begeisterung für die PKW-Maut sehr gering, weil ich mir sage, wenn es nach demselben Muster geht, dann wird der Autofahrer zusätzlich belastet, aber für die Infrastrukturfinanzierung, durchaus für alle Verkehrsträger, bleibt am Ende wegen der fiskalischen Nöte der öffentlichen Hand kaum etwas übrig. Und deswegen komme ich zum Ergebnis. Also es gibt ja insbesondere im bayerischen Teil Deutschlands begeisterte Politiker, die das Thema PKW-Maut immer vor sich hertragen und die manchmal sogar den Kunstgriff beherrschen, den Eindruck zu erwecken, man könnte eine PKW-Maut einführen, an anderer Stelle den Autofahrer entlasten und gleichzeitig mehr Geld für die Infrastruktur ausgeben. Und dieses Spiel wird nicht funktionieren, sodass ich im Ergebnis sage, LKW-Maut war im Kern eine richtige strategische Entscheidung, leider mit fragwürdigen Folgen für die Haushalte, über die ich gerade gesprochen habe. Und mit dieser Erfahrung konnte ich mich damals schon und auch jetzt nicht für eine PKW-Maut entscheiden. I have a question to Frau Molnar, if you allow, Mr. Moderator. Did I understand you right that you suggested further privatization of the road system? Commercialization, not privatization. Commercialization may bring in the private sector or it may not bring in the private sector, but commercial management, that is arm's length management. And if we speak about the tolls or the road user charges, it's a really long story, but it started with the first generation of infrastructure funds or road funds, which were killed by IMF in many countries. Then it continued with the second generation. Then in a number of countries, the infrastructure funds were introduced. The Czech Republic seems to have a great success story. Switzerland is going to introduce an infrastructure fund. But these are channeling the money. And my point is that with ITS and electronic collection possibilities, you have already the possibility to have road user charges, which are real road user charges. And there you can have access fee and user fee, like in telecommunication. And you can differentiate even among the types of cars or vehicles. Are they environmentally friendly? Are they safe? Or they are not so much on high on the rank? By the way, February 25th, this is a little advertisement, we are going to have a road and rail finance conference in Geneva where we will look at some of these alternatives. And the last point, what I would like to make, when I was at the World Bank, we made a calculation worldwide about the revenues from road user charges, that is fuel tax, vehicle tax, and tolls. Mm-hmm. And we calculated that the revenues would be able to finance not only the maintenance of the roads, but also new construction. And at the same time, you have a huge backlog in maintenance because somehow these revenues don't go back. And then when you have bad roads, then even the emission performance of the vehicles is not very good. So it's a vicious circle. If you commercialize the management of roads and highways, you can have a performance-based contract with the manager, who can be private or public, and you can enforce that the infrastructure is of good quality, it is less polluting, and it would cost most likely less to the public sector than it is today.
Thank you for the small announcement too. And then, Treiber. Das war der völlig vergebliche Versuch, sich vor der Frage zu drücken. Nein, gar nicht. Die Frage reizt mich sehr, weil sie ganz zu Recht ja darauf rausläuft, okay, wir reden jetzt darüber, was sein sollte, vielleicht auch was sein muss, aber wie übersetzen wir das in sagen Wirklichkeit und wer sind die Akteure oder Treiber? Das Erste, was Sie angesprochen haben, ist Politik, und zwar mit der Chiffre Kopenhagen und Cancun, also internationales Klimaabkommen. Abgesehen davon, dass ich die Hoffnung darauf noch nicht fallen gelassen habe, dass es doch noch gelingen wird, sich auf ein wirklich internationales Rahmenabkommen oder globales Rahmenabkommen zu verständigen, was sowohl die Industrieländer wie die Entwicklungsländer einschließt. Man soll ja nicht die anderen politischen Akteure vergessen. Ich bin überzeugt davon, dass auch wenn es nicht gelingt, zu einem globalen Abkommen auf absehbare Zeit zu kommen, die Regulierung von Verkehr im Hinblick auf sagen Emissionsstandards und Umweltqualität von Verkehr auf der staatlichen Ebene und auf der lokalen Ebene eher noch zunehmen wird. Bei den Städten ist das ganz offensichtlich. Dort ist das sagen auch eine Frage von urbaner Lebensqualität, den Autoverkehr nicht in der bisherigen Weise einfach fortzusetzen. Und das gilt für die sagen europäischen Städte und vielleicht noch mehr für die neuen Megastädte in den Schwellenländern. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Politik nach wie vor eine zentrale Rolle spielen muss, um diese Verkehrswende zu befördern, sei es mit direkten Regulierungen, mit Standards, die vorgegeben werden, oder mit marktförmigen Instrumenten wie Steuern, also Emissionsabgaben oder Road Pricing. So, das Zweite ist aber, dass ich zunehmend doch setze auch auf einen gesellschaftlichen Wertewandel, dass es auch auf der Seite der Nachfrage eine Veränderung geben wird, auf die Unternehmen sich besser früher als später einstellen. Ich bin überzeugt, dass Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle spielt bei der ökologischen Transformation, vor der wir jetzt stehen, und zwar sowohl in der kritischen Rolle, also die klassische Rolle von NGOs zu attackieren, Enthüllungen zu organisieren, zu skandalisieren, aber auch in einer konstruktiven Rolle, was ich würde sagen, eine stärkere ethische Nachfrage. Das und zwar gerade bei den Mittelschichten, also bei den Leuten, die es sich leisten können, tatsächlich sagen verantwortliche Konsumentscheidungen zu treffen, weil sie die Wahl haben. Dass daraus ein wachsender Druck hervorgehen wird, auch auf die Industrie sich zu verändern, und dass die vorausschauenden Fraktionen in der Industrie das auch antizipieren. Und das Letzte mit der Ressourcenkrise. Sie haben völlig recht, dass man nicht davon ausgehen kann, dass der Industriegesellschaft übermorgen das Öl ausgeht. Aber der Preis, diese neuen Ölvorkommen zu fördern, um die jetzt die ganze Debatte sich dreht, also Tiefseeöl, Arktisöl oder Shaleöl, der Preis für diese Förderung wird enorm steigen. Und zwar nicht nur die ökonomischen Kosten, sondern auch die ökologischen Kosten, die damit verbunden sind. Das ist, das Fracking in den USA wird nicht so billig bleiben, wie es jetzt ist. Sagen, auch da kriegen Sie zunehmend eine Debatte über Regulierung, die Kosten sagen erhöht, nicht nur wegen sagen Grundwasserschutz, sondern auch wegen der CO2-Emissionen und anderer Treibhausgasemissionen, die mit Fracking verbunden sind. Das wird sich meines Erachtens nicht globalisieren. Also wir gehen nicht einem Zeitalter,
in ein neues Zeitalter von billigem Öl. Das will ich nur sagen. Wir gehen nicht in ein neues Zeitalter von billigem Öl, sondern die Preise für Öl und andere natürlichen Ressourcen werden tendenziell weiter steigen. Und das ist ein ziemlich starkes Argument für Ressourceneffizienz, auch für Unternehmen. Wenn man guckt, was macht den Erfolg aus der deutschen Industrie gegenwärtig auf den Weltmärkten, dann ist es nicht zuletzt ihre Effizienz. Und zwar sowohl in den Produktionsprozessen, also in den Fabriken, wie in den Produkten der deutschen Industrie. Und das ist auch ein Ergebnis des Drucks, den die Umweltbewegung seit 30 Jahren ausgeübt hat. Das ist auch ein Erfolg von ökologischen Standards, die wir über die letzten Jahre durchgesetzt haben. Und mit wir meine ich nicht nur die Grünen, sondern diese ganze Bewegung. Und deshalb soll man sich davor hüten, zu sagen, höhere Umweltstandards, das ist der Tod der Industrie. Meines Erachtens sind die höheren Umweltstandards der Wettbewerbsvorteil von morgen. So. Ich hoffe, wir waren hier auch effizient, obwohl wir mächtig überzogen haben. Gott sei Dank gibt es noch die Podien. Und zwar sind es folgende im Forum 1 im kleinen Saal: Ressourcen und Rohstoffe in der Automobilproduktion. Dann im großen Saal das Forum 2, weg vom Öl, wir waren gerade bei dem Thema, Suchbewegung nach alternativen Antriebstechniken. Dann im Konferenzraum 2 das Forum 3, Automobil, wie viel Sicherheit ist möglich. Und im Konferenzraum 1, Forum 4, IT und Vernetzung im Automobil. Und ich hoffe, dass das Management der Veranstaltung 10 Minuten zugibt. Jetzt geht es in die Kaffeepause und ich danke den Teilnehmern dieser Runde, Frau Dr. Molnar, Herrn Wissmann, Herrn Füchs. So, und noch ein Zitat für die Kaffeepause. Henry Ford hat gesagt, Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind. Eine schöne Pause.